Ich möchte Sie heute alle sehr herzlich begrüßen zur Konferenz 2018. Diskussionsleiter des heutigen Abends, Herrn Dr. Wolfgang Kaspard, Sozialphilosoph und freiheitliches Urgestein aus Salzburg. Herrn Gerd René Polly, ehemaligen Leiter und Gründer des Österreichischen Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Herrn Professor Dr. Alexander Sosnowski, Chefredakteur von World Economy und Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften. Herrn Johann Ewald Stadler, ebenso freiheitliches Urgestein, ehemaliges Mitglied des Europaparlaments. Herrn Robert Stelzel, ehemaligen Geschäftsführer der FPÖ-Akademie und heute ein wesentlicher Schreiber auf dem Blog bachheimer.com. Und last but not least, Herrn Willy Wimmer, Staatssekretär des Bundesministers der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland AD und Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE von 1994 bis zum Jahr 2000. Das Thema des heutigen Abends lautet Geopolitik in Kolbermoor. Nicht ganz. Unser echter Titel lautet Formulierung einer eigenständigen deutschen Position in der Außen- und Sicherheitspolitik. Aber warum machen wir das in Kolbermoor? Weil in unserer globalisierten Welt, in der alles miteinander vernetzt ist, es unerheblich ist, wo man sich trifft, um wichtige Themen zu besprechen. Und man kann in dieser globalisierten Welt in Kolbermoor genauso gut Geopolitik betreiben wie in München. Womit wir angekommen sind bei der ehemaligen Münchner Sicherheitskonferenz, die von Wolfgang Ischinger betrieben wird. Warum ist Herrn Ischingers Sicherheitskonferenz eine ehemalige, weil sie keine Sicherheitspolitik mehr betreibt? Diese Veranstaltung ist herabgesunken zu einer einseitig ausgerichteten NATO-Vorfeldorganisation, die eine aggressive NATO-Politik betreibt gegen Russland und das von deutschem Boden aus. Das hat es früher, als Horst Teltschik noch Leiter war, nicht gegeben. Und nachdem die ehemalige Münchner Sicherheitskonferenz ihrer Aufgabe nicht mehr nachkommt, für Sicherheit und Entspannung in Deutschland und Europa zu sorgen, haben wir heute in Kolbermoor uns versammelt. Hochrangige, international kompetente Gesprächspartner haben sich zusammengefunden, um ein Gegengewicht zu bilden. Ein Gegengewicht zu bilden gegen diese herabgesunkene ehemalige Münchner Sicherheitskonferenz. Ein Gegengewicht, das wir bilden werden mit Vernunft und geopolitischer Kompetenz hier auf unserer Konferenz 2018 in Kolbermoor. Unsere Ansatzpunkte sind diejenigen, die es auch sein sollten, wenn wir über die internationale Sicherheit diskutieren, und zwar ein fairer Interessenausgleich zwischen allen Partnern, die an der Sicherheit beteiligt sind, anstelle einer einseitigen Aggression. Und das ist uns ganz besonders wichtig, wir werden das diskutieren, indem wir ganz fest auf dem Boden der Rechtsstaatlichkeit und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland stehen, hier in Kolbermoor.
Wir haben uns für die Diskussionsrunde 3 Themenkreise vorgenommen, die wir jeweils 25 Minuten diskutieren werden. Themenkreis Nummer 1. Sind wir mit der aktuellen Lage in Europa zufrieden aus sicherheitspolitischer und außenpolitischer Sicht? Fragerunde 2. Wie können wir unsere außen- und sicherheitspolitischen Interessen als Deutsche am besten durchsetzen? Alleine oder mit Partnern? Und wenn mit Partnern, dann mit wem? Und zum Themenkreis 3. Funktioniert denn eigentlich die staatliche Ordnung noch? Was ist uns lieb und teuer geworden in unserer Bundesrepublik Deutschland? Und sind nicht wir hier, ihr im Saal und ihr auf der Bühne, sind wir nicht gemeinsam die letzten Verteidiger des Grundgesetzes und der Rechtsstaatlichkeit in diesem Lande? Und anschließend kommen wir zum Höhepunkt der Veranstaltung. Dann werden wir uns hier oben mit Freude und, wenn ihr wollt, unendlicher Dauer euren Fragen aus dem Publikum sehr, sehr gerne stellen. Womit ich noch einen Punkt ansprechen möchte, wie ich mir vorstellen kann, wie eine vernunftgeleitete Außen- und Sicherheitspolitik im deutschen Interesse überhaupt funktionieren kann. Indem wir nicht mehr das Top-Down-Prinzip nachvollziehen, sondern das Bottom-Up-Prinzip selbst aufbauen. Das war jetzt ein Anglizismus, den ich natürlich auch gerne noch einmal etwas erläutere. Wir leben in einer Zeit, in der von einem Hinterzimmerklüngel von ganz wenigen internationalen Gottspielern, hat die Roland Bader genannt, die hier international auskaspern unter sich, was sie meinen, dass angebliche internationale Sicherheit sei und dass dann totalitär den Völkern und Regierungen diese Erde von oben aufgedrückt wird. Und das ist der falsche Ansatz. Was wir brauchen und was wir gemeinsam heute hier erarbeiten möchten, ist der Ansatz von unten, dass man erstmal schaut, wie sehen denn die deutschen Sicherheitsinteressen aus? Wie sehen die bulgarischen Sicherheitsinteressen aus? Die tschechischen, die französischen, die russischen, die amerikanischen, das muss man doch erst einmal jeder für sich auf seiner nationalen Ebene diskutieren, bevor man dann anfangen kann, über einen Interessenabgleich die jeweiligen Schnittmengen in Abgleich zu bringen und daraus dann eine echte Sicherheitsarchitektur zu konstruieren, die auch funktioniert. Weil nur das funktioniert. Der Ansatz von oben funktioniert nämlich nicht. Das sehen wir doch in der Ukraine, in Syrien und auf dem gesamten Erdball, der in Flammen gesetzt worden ist. Womit ich zur Basis der Diskussion komme, wie wir es jetzt führen werden, das deutsche Interesse. Denn wer keine eigenen Interessen vertritt, wird zum Spielball fremder Interessen. In diesem Sinne freue ich mich auf eine gute Diskussion. Danke. Ich will hier keine langen Vorträge halten. Ich will aus meiner Sicht nur auf einen Punkt aufmerksam machen. Wir haben die Wiedervereinigung unseres Landes bekommen, weil wir es gut mit unseren Nachbarn konnten. Wenn ich an diese Zeit zurückerinnere, dann muss ich natürlich im biblischen Sinne sagen, wir haben die Talente, die uns damals eingeräumt worden sind, alle gnadenlos verspielt. Denn wenn wir uns fragen, wie sah das damals aus und was ist heute draus geworden? Wir haben gedacht, Krieg wird aus Europa verbannt. Dazu haben wir sogar die Charta von Paris im November 1990 verabschiedet. Wir haben Krieg nach Europa wieder zurückgebracht und zwar in einer Weise, dass der letzte sozialdemokratische Außenminister Gabriel davon gesprochen hat, wenn das jetzt schief geht, sind wir das Kriegsgebiet. Das heißt, wir haben aus dem, was wir hart errungen haben, nicht nur nichts machen können, sondern haben im Zusammenhang mit der Außen- und Sicherheitspolitik einen Fehler begehen müssen und auch begangen.
der uns noch teuer zu stehen kommen wird. Wir haben unsere eigene Verfassung, das Grundgesetz, in dem Verbot, Angriffskriege zu führen, beginnend mit dem Jugoslawienkrieg, außer Kraft gesetzt. Meine Damen und Herren, wenn man diese Entwicklung sieht, dann kann man eigentlich nur mit Schrecken davon sprechen, wie politische Verantwortung in diesen Jahrzehnten durch die jeweilige deutsche Bundesregierung in die Ecke gestellt worden ist. Nichts anderes ist in diesem Land passiert. Und bevor wir zum Opfer werden, werden wir uns wehren. Und das Schlimme an der heutigen Entwicklung ist doch, dass man denjenigen einmauert, der gesagt hat, ich werde mich bemühen, mit dem russischen Präsidenten Putin die Probleme Europas zu behandeln und nicht nur die Probleme Europas, sondern die Probleme, die global gegeben sind. Das heißt, ein amerikanischer Präsident, der nicht in der Tradition der Clintons, Bushs und Obamas sofort, wenn er ins Amt kommt, Krieg führt, der wird durch die Kriegskoalition in Washington so eingemauert, dass genau diese auf Verständigung ausgerichtete Politik nicht betrieben werden kann. Und das Schlimme, was wir in diesem Zusammenhang erleben, ist, dass die Bundeskanzlerin, die wir noch haben, sich im Zusammenhang mit diesem amerikanischen Präsidenten auf die Seite der amerikanischen Nebenregierung, gestellt von McCain und Clinton, geschlagen hat. Und meine Damen und Herren, spätestens wenn wir Sondersteuern auf deutsche Automobile bekommen, dann wissen wir, was es bedeutet, deutsche Interessen nicht wahrnehmen zu wollen. Und deswegen, meine Damen und Herren, Außen- und Sicherheitspolitik, wie wir sie heute leider sehen müssen, muss den Krieg einbeziehen. Und wir haben ein strategisches Interesse in Mitteleuropa, dass wir keinen Krieg bekommen. Und Sie das jetzt? Ja, genau. Grüß Gott, ich möchte Sie auch sehr herzlich begrüßen. Vielen Dank, Herr Müller, für die Einladung. Der Herr Staatssekretär Wimmer hat es gerade angesprochen. Aus unserer Sicht, und wir haben gesehen, als Trump versucht hat, einen Schritt zu setzen und auf der G7-Ebene die Rückkehr Russlands vorzuschlagen, was die Frau Merkel, die als Erste eine herzliche Ausladung dauerhaft ausgesprochen hat. Ich glaube, es ist ein besonderes Ausmaß an Undankbarkeit, dass man eben speziell nach der Wiedervereinigung das größte Aggressionspotenzial gegen Russland richtet. Und wir sehen, dass eigentlich alle Ikonen, die es diesbezüglich gab, ob das der Herr Gorbatschow war oder ob das der mittlerweile verstorbene Ex-Kanzler Schmidt war oder Genscher war, dass die alle zur Seite gelassen wurden und dass eigentlich diese Bundesrepublik Deutschland auch, wenn man die SPD betrachtet, wo besonderere Stimmen Richtung Russland entfernt wurden und durch Personen wie Heiko Maas ersetzt wurden, eigentlich nur mehr eine Art Deep State-Vertretung darstellt und nicht im geringsten irgendwelche deutschen oder mitteleuropäischen Interessen. Ich glaube, das, was wir dafür hoffen können, ist, wenn man den Regierungswechsel vor allem in Italien sieht, dass der Druck auf Merkel auch Richtung Russland so ansteigen wird, dass hoffentlich nicht nur Merkel den Druck nicht widerstehen wird können, sondern dass die bundesdeutsche Politik von der Realität sowohl in Moskau als auch in Washington überholt werden wird. Danke sehr. Als nächstes darf ich meinen alten Freund, Herrn Stadler, ersuchen, der vielleicht auch unser sicherheits- und außenpolitisches Thema aus seiner Kenntnis des Europäischen Parlaments mit beleuchten kann. Bitte sehr. Ja, zunächst einmal auch ein herzliches Grüß Gott an alle und ein Danke für die Einladung. Ich möchte dazu sagen, im EU-Parlament hat sich die Sicherheitspolitik nicht wirklich abgespielt, weil ich dort die Erfahrung gemacht habe, dass die Fraktionen schlicht und einfach das nachplappern, was vorher an Presseaussendungen aus dem State Department hinausgegangen ist. Mehr war es nicht. Ja?
Und dafür sitzen 570 oder mehr als 570 steuerbezahlte Abgeordnete drinnen, die eine Fassade einer Demokratie darstellen. Aber der erste Themenblock lautet ja anders. Die Frage war doch, wie zufrieden ist man aktuell mit der Außen- und Sicherheitspolitik? Ich kann es Ihnen ganz deutlich sagen, ich war früher lange Zeit im Nationalrat und in verschiedenen anderen Funktionen auch tätig. Und ich erinnere mich noch ganz genau an die Zeit des Zusammenbruchs der Sowjetunion und der Auflösung des Warschauer Paktes. Und im Grunde bin ich seit den 90er Jahren unzufrieden mit der europäischen und insbesondere mit der deutschen Sicherheitspolitik. Denn in dem Moment, wo der Warschauer Pakt zusammengebrochen ist und der Kalte Krieg für beendet erklärt wurde, frage ich mich, wozu brauchen wir immer noch eine NATO? Welcher Feind ist es, der hier aufgebaut werden soll? Ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten 10, 15 Jahren, dass der Feind eigentlich in der NATO sitzt und nicht außerhalb. Der Feind sitzt innerhalb der NATO, meine Damen und Herren. Und ich will Ihnen gleich ein paar Belege dafür bringen. Wer hat die ISIS-Kopfabschneider-Terroristen in Syrien finanziert? NATO-Staaten waren es und ihre Freunde im arabischen Raum, Saudi-Arabien und Katar zuallererst genannt. Ja? Wer organisiert die Immigrationspolitik nach Europa? Das sind nicht die bösen Feinde von einst. Es sind Freunde, unter Anführungszeichen, aus der NATO heraus. Wer macht bei uns eine Finanzpolitik, die Länder kollabieren lässt? Es sind die Freunde aus den Finanzzentren in New York und in London. Die sind innerhalb der NATO, meine Damen und Herren. Ja, also ich frage mich, und es ist auch nicht so, dass die Chinesen unsere Feinde sind, für die wir eine NATO brauchen. Die Chinesen werden dort unsere Feinde, wo sie unsere Betriebe übernehmen können, weil wir in die Pleite getrieben werden von einer Europäischen Union, die in Wirklichkeit die Staaten ruiniert, anstatt sie auf eine Wohlstandsebene zu bringen. Das heißt, ich habe hier, und die jüngste Entwicklung, ich meine, Trump in Ehren, ja, aber sein Handelskrieg ist auch nichts anderes als ein Krieg innerhalb der NATO. Ja? Also wozu brauchen wir diese NATO? Und diese Frage wird nicht gestellt. Ich bedauere, dass sie auch die AfD nicht deutlicher stellt. Mein Appell ist es an die AfD. Der Vorteil ist, wenn man lauter ehemalig ist, ja, ich bin ehemals, man kann jetzt eigentlich sagen, was man will, das ist der größte Vorteil daraus. Ja? Ich rate Ihnen nur, meine Damen und Herren, tun Sie das schon zu Ihrer aktiven Zeit. Ja? Sie werden mehr Zustimmung beim Wähler finden, wenn Sie keine falschen Rücksichten nehmen. Und auf die Amerikaner braucht derzeit niemand Rücksicht nehmen, meine Damen und Herren. Eine Nation, die versucht, ihre Wirtschaft zu ruinieren, indem sie ihnen die Autoindustrie zahmhaut, indem sie ihre Banken zahmhaut, indem sie versucht, ihnen einer der miesesten Chemiekonzerne, was heißt versucht, ist schon über die Bühne gegangen, in ihr Land hineinzudrücken, ja, auf diese Nation brauchen sie keine falschen Rücksichten nehmen. Das heißt, die Deutschen müssen endlich wieder zurückfinden zur eigenen Sicherheitspolitik, auch zu einer eigenen Militärpolitik und klar erkennen, dass die Gegner, ich will sie noch nicht als Feinde bezeichnen, dass die Gegner deutscher Interessen innerhalb dieses Bündnisses sind. Und da wäre es zumindest einmal erforderlich, dass man auf Distanz geht, wie es seinerzeit auch Charles de Gaulle gemacht hat. Bestenfalls eine Assoziierung, wenn nicht überhaupt ein Austritt. Das ist meine Empfehlung. Jawohl, danke sehr. Diese Ausführungen sind die eleganteste Überleitung zu Herrn Professor Sosnowski. Bitte sehr. Sehr geehrte Damen und Herren, добрый вечер. Ich gehe davon aus, dass in diesem Saal einige Leute Russisch schon sprechen. Deshalb werde ich alles weitere auf Russisch. Aber wenn schon ein Russe zu Wort kommt, das bedeutet, dass mindestens in diesem Saal ein sicherheitspolitisches Konzept stimmt. Da möchte ich nicht so viel über die russische Konzeption oder russische Position erzählen. Ich erzähle ganz kurz über eine soziologische Umfrage, die Jahr für Jahr in Russland durchgeführt wird. Das ist ganz interessant, damit Sie wissen und verstehen, wie in Russland wird die deutsche Sicherheitspolitik betrachtet und die deutsche Außenpolitik betrachtet. Man stellt immer nur die drei Fragen. Die Frage Nummer eins, wer sind Ihre Feinde? Die Frage Nummer zwei, wer sind Ihre Freunde? Und die Frage Nummer drei, in welchem Land möchten Sie gerne leben?
Das ist schon seit 10 Jahren ungefähr so, dass diese Umfrage durchgeführt wird. Die Frage Nummer 1, wer sind die Feinde? Amerikaner. Wer sind die Freunde? Kennen Sie? Deutschen. Jetzt zwar nicht auf Platz Nummer 1, jetzt zwischen Weißrussen und Kasachen, aber trotzdem bleibt Deutschland in Top 3 besten Freunden in Russland. Und die ganz interessante dritte Frage, in welchem Land möchten Sie gerne leben? Kennt jemand die Antwort? Ja, alle legen falsch, in Amerika. Das ist diese ambivalente Stellung, die bei vielen Russen leider immer so vorkommt. Aber um zum heutigen Thema zurückzukommen, ich bin gerade gestern im Facebook blockiert, weil ich habe etwas über den ukrainischen Krieg geschrieben. Und da ist ein Teil von diesem sicherheitspolitischen Konzept in Amerika durchgeführt, auch in Europa, dass alles, was nicht mit amerikanischen Interessen mitstimmt und zustimmt, übereinstimmt, wird blockiert und weggeschoben. Da habe ich bei meinem Leser, ich habe eine ziemlich große Gemeinde im sozialen Medien, im russischen Bereich, und ich habe dann auch die Fragen gestellt zu diesem Forum. Was hätten Sie gerne, dass ich auf diesem Forum laut sage? Welche Fragen sollten wir stellen? Welche Frage darf ich auch meine Mitstreiter stellen? Welche Frage sollten wir dann zu besprechen? Ich bekam innerhalb von ungefähr 2 Tagen mehr als 4000 Antworten. Und davon gibt es 3 wichtigste Aussagen, was eigentlich sollte in diesem sicherheitspolitischen Konzept, alternativen sicherheitspolitischen Konzept Deutschland reinkommen. Die Frage Nummer 1, ganz wichtige Frage, Platz Nummer 1. Amerikanische Soldaten müssen weg von deutschem Territorium. Das ist das Wichtigste, was meine Leser sehen und hören wollen. Die Frage Nummer 2. Deutschland sollte eigene Souveränität verteidigen. Also nicht behalten, sondern verteidigen. Es gibt so ein Gefühl, dass Deutschland langsam verliert eigene Souveränität. In Fragen, was Europa betrifft, in Fragen über Migranten, in Fragen, das, was Russland betrifft, weil eigentlich einmal Krieg bedeutet nicht immer Krieg. Und die dritte Frage bezieht sich gerade auf diese Aussage. Praktisch alle haben geschrieben, Russland und Deutschland sollten nie mehr einen Krieg haben. Die sind beste Verbündete oder müssen beste Verbündete werden. Also ich glaube, aus meinem Sicht, gerade diese 3 Fragen sollten auch in sicherheitspolitischen Konzept reinkommen. Solange Deutschland und Russland Hand in Hand gegangen sind, ist es beiden Ländern gut gegangen. Das sollten wir historisch nicht übersehen. Einige Länder würden das gerne zerstören. Und ich nenne diese Länder nicht, aber wir wissen, dass es um Amerika geht und um Briten. Das war sehr dezent ausgedrückt. Es wird interessant werden, wenn wir aus dem Munde eines unserer Nachrichtenchefs, die wir mal hatten und der also immer noch in diesem Bereich tätig ist, seine Einschätzung hören. Herr Bulli, ich darf Sie bitten. Vielen Dank, herzlichen Dank. Lassen Sie mich eingangs vielleicht Folgendes sagen. Ich war richtig gerührt über den Applaus, den ich erhalten habe. Als Präsident des Verfassungsschutzes in dieser Runde hätte ich das nicht erwartet. Herzlichen Dank. Das Zweite ist auch ein Novum. Ich komme doch einiges herum, aber ich war noch nie, bei einer Veranstaltung auf dem Podium oder vielleicht sogar im Publikum mit einer derartigen Polizeipräsenz. Bei uns in Österreich würde es sowas in dieser Art und Weise nicht geben. Habe mich ein bisschen darüber gewundert und mich nach dem Gefährdungspotenzial innerlich erkundigt. Dem Veranstalter herzlichen Dank für die Einladung. An meinem Vorredner habe ich schlechte Nachrichten. Erstens,
Die Amerikaner werden Deutschland very next time soon nicht verlassen. Zweitens, das Gegenteil ist der Fall. Drittens, und das sage ich auch angesichts des künstlich herbeigeführten Skandals, den wir derzeit in Österreich haben, nämlich des Umstandes, dass im Wege des BNDs für unsere amerikanischen Partner, ich darf das so sagen, und das ist nicht einmal provokant, abgehört worden ist, Land auf, Land ab, nicht nur Schlüsselbereiche unserer Wirtschaft, sondern bis rein zu Schlüsselbereichen der Politik. Nicht, dass das nicht bekannt war, aber das ist etwas, was im Zuge der Snowden-Affäre aufgetaucht ist und schon damals zur Verwunderung geführt hat. Ich habe mich ja selbst darüber gefragt, warum das eigentlich mit so einem Low Profile in Deutschland abgehandelt worden ist. Und das erst dann aufgekocht wurde, als klar war, dass selbst das Handy der Merkel abgehört worden ist. Und dann hat sich herausgestellt, das macht man schon seit 20 Jahren bei den Kanzlern und seinem Umfeld. Seit es Handys gibt. Das ist ja unglaublich. Aber die entscheidende Frage, meine Damen und Herren, wurden ja noch nie gestellt. Die entscheidende Frage ist, was ist mit diesen Informationen dann tatsächlich passiert? Ich spreche nicht nur von Wirtschaftsspionage, ich spreche auch von den Vorteilen, die man politisch generieren kann, wenn man einen Informationsvorsprung hat. Wir haben heute in Europa eine Situation, wo wir eigentlich das gesamte Kommunikationswesen nicht mehr selbst beeinflussen können. Ich muss in mich hineinlachen, wenn ich höre, dass die Zielsetzung dieser Runde heute eigentlich wäre, zu diskutieren, was denn eine eigene Sicherheitspolitik deutscher, österreichischer, Schweizer, nennen Sie die Staaten, denn wäre. Was kann eine Sicherheitspolitik eigenständig sein, wenn die Kommunikationslinien, das Allerheiligste eigentlich eines politischen Systems, einer permanenten Überwachung ausgesetzt wird? Und da möchte ich für meine Person in Richtung Herrn ehemaligen Abgeordneten Stadler vielleicht Folgendes klarstellen. Ich bin ein überzeugter Europäer. Ich bin deshalb ein überzeugter Europäer, weil ich sehe, was in diesem Europa schiefläuft. Sie haben die NATO angesprochen. Die NATO wurde gegründet aus unterschiedlichen Gründen. Aber einer der zentralen Punkte war, to keep the Germans down. Das war das Programm, womit man die NATO gegründet hat. Und das, meine Damen und Herren, ist ja über die Jahre hindurch sehr, sehr gut gelungen. Nun, aber lassen Sie uns nicht über die NATO schimpfen. Die NATO hat einen sehr, sehr großen Stellenwert in der Vergangenheit in Europa gehabt. Mehr politisch als militärisch. Dass dieses Säbelrasseln der NATO jetzt an der russischen Grenze etwas überzogen ist, das wissen wir alle. Aber deshalb die NATO zu verteufeln, da würde ich abraten. Ich würde vielleicht einen Schritt weiter gehen und die Perspektiven einer NATO für die Zukunft ein bisschen in Frage stellen über das zentralste Thema, das uns Europa derzeit beschäftigt. Das ist die Flüchtlingsfrage. Ist Ihnen aufgefallen, dass die NATO sich eine neue Zielsetzung gegeben hat und das schon vor vielen Jahren, nämlich das Thema Terrorismusbekämpfung. Terrorismusbekämpfung. Eine Aufgabe, die Sicherheitsbehörden nach innen durchgeführt haben, bis jetzt. Terrorismusbekämpfung militärisch betrachtet bedeutet, vor Ort zu gehen, militärische Kräfte vor Ort zu dislozieren und genau das zu provozieren, was in Syrien und was in Irak und was in der Türkei gang und gäbe war und gang und gäbe ist. Ich möchte aber auf etwas hinweisen, worauf wir die NATO sehr wohl brauchen. Das drängendste Problem sind die Flüchtlinge und die Problematik. Was machen wir mit den Massen, die aus uns gut verständlichen, auch humanitären Gründen nach Europa drängen, zum Beispiel aus Afrika oder aus Kriegsgebieten im Nahen Mittelost. Hier ist in Diskussion, Auffanglager
außerhalb der Europäischen Union zu schaffen. Na, meine Damen und Herren, was glauben Sie, was sich in diesen Auffanglagern abspielt, wenn sie nicht für die Sicherheit verantwortlich gemacht werden können und für die medizinische Versorgung und Ähnliches? Das sind zukunftsträchtige Aufkommen der NATO. Und da wir außer der NATO nichts haben, was militärisch einsetzbar ist zu diesem Thema, würde ich dringend davor warnen, die NATO auflösen zu wollen oder zu verteufeln. Ja, so wie die Europäische Union auch, ist die NATO höchst an der Zeit, sich anders auszurichten. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich will und muss hier zu was sagen, damit kein aus meiner Sicht falscher Eindruck entsteht, der unter anderem mich betreffen könnte. Wir müssen sehen, dass die NATO als Verteidigungsbündnis gegründet worden ist. Ich stimme dem zu, es gab andere Überlegungen, die mit Deutschland zu tun hatten, aber als Verteidigungsbündnis. Und dieser NATO hat der Deutsche Bundestag zugestimmt in diesem Verteidigungsaspekt. Das heißt, wir sind einem Bündnis beigetreten in völkerrechtlich zulässiger Weise, dadurch, dass der Deutsche Bundestag zugestimmt hat und dann dieser Vertrag ratifiziert worden ist. Auf Basis dieses Verteidigungskonzeptes und dieser Verteidigungsorganisation haben wir nach der Wiedervereinigung Deutschlands der weiteren Stationierung unter anderem amerikanischer Truppen zugestimmt. Die Qualitätsveränderung der NATO aus einem Verteidigungsbündnis zu einer weltweit operierenden Aggressionsmaschine zu werden, dem hat der Deutsche Bundestag nie und nimmer zugestimmt, und die Bundesregierung wusste auch ganz genau, warum sie diese Qualitätsänderung des NATO-Vertrages dem Deutschen Bundestag nicht vorlegen konnte, wie übrigens keine andere Regierung in Europa. Das heißt, die Dinge mit Rücksicht auf die NATO, die wir heute diskutieren, die gehen von einer falschen Geschäftsgrundlage aus. Man hat am Willen der Völker vorbei aus einer Verteidigungsallianz eine Angriffsorganisation gemacht. Mit weltweiter Wirkung, auch in Korea. Und deswegen ist die Geschäftsgrundlage für die Präsenz amerikanischer Truppen in Deutschland, wenn man das vertragsrechtlich sieht, die ist entfallen. Und vor allen Dingen die Sonderbehandlung, die Deutschland erfährt durch das Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut, das gibt es für kein anderes NATO-Land, nur für uns. Und nachdem die Qualitätsänderung der NATO so eingetreten ist, wie ich es gesagt habe, gehört eigentlich das Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut, das gehört beseitigt, und die NATO müsste zu ihrem völkerrechtlich akzeptierten Zweck der Verteidigungsorganisation zurückkehren. Alles andere ist vertragsrechtlich gesehen und juristisch gesehen ist Verlassen der Geschäftsgrundlage. Das muss man in diesem Zusammenhang deutlich sagen. Danke sehr. Also zum Ersten, verehrter Herr Polly, Sie sind deswegen mit herzlichem Applaus begrüßt worden, weil Sie vom guten Verfassungsschutz sind, vom österreichischen und nicht vom deutschen. Das ist das eine. Jetzt, was Herr Stadler gesagt hat, dass die Ehemaligen sich immer leicht tun, im Nachgang zu kritisieren, und die aktuellen Politiker sich nicht trauen, das tue ich jetzt mal für mich in Abrede stellen. Ich bin ja ganz neu im Bundestag und ich denke, ich traue mich sehr stark, dass wir das heute überhaupt durchführen und diese Grundsatzfragen diskutieren. Und ich gebe Herrn Stadler auch recht, dass hier wir Deutsche nach dem alten leninschen Prinzip zu passiv sind. Wir wissen ja, was Lenin gesagt hat, als er gefragt wurde, was Deutsche tun, bevor sie einen Bahnhof stürmen, hat er gesagt, sie kaufen sich eine Fahrkarte. Oder eine Bahnsteigkarte, genau, wörtlich, danke. Und ich denke, dieses Obrigkeitsdenken jeglicher Obrigkeit gegenüber, auch wenn sie sich total illoyal dem eigenen Volk gegenüber verhält, das ist eine deutsche Krankheit, die wir endlich einmal überwinden sollten. Und was jetzt die Möglichkeiten der Überwindung betrifft, Herr Stadler,
auf einem legendären AfD-Bundesparteitag. Ich sage, alle unsere Bundesparteitage sind legendär, weil immer was passiert. Also langweilig ist bei uns nie. Und bei dem einen legendären Bundesparteitag, das war gewesen am 29. 30. April 2016 in Stuttgart, als wir das Programm der AfD beschlossen haben und die Thematik anstand, wie wir uns zur NATO positionieren wollen, da war die Stimmung im Raum ganz klar und eindeutig dafür, in das Bundesparteiprogramm der Alternative für Deutschland zu schreiben, den Austritt aus der NATO. Das war eigentlich schon durch. Es ist dann, hat Dr. Gauland ans Pult und hat das abgefangen. Das heißt im Endeffekt, dass sehr wohl die Basisstimmung unter unseren Mitgliedern sehr wohl eigentlich auf diese Richtung unterwegs ist. Wie Herr Stadler das gesagt hat, möchte jetzt aber auch Herrn Polly recht geben, dass es mit der Brechstange nicht geht. Wir haben gewachsene Strukturen, das sind gewachsene NATO-Strukturen, die wollen wir ändern. In welche Richtung wir sie ändern wollen, ich denke, da sind wir uns ja alle einig, das wurde auch schon deutlich ausgesprochen. Wenn es im Guten geht und clever und smart geht, bin ich auch dafür, es nicht mit der Brechstange zu machen. Möchte aber zum Schluss auch eines ganz klar sagen. Als junger Mensch, der in Westdeutschland aufgewachsen ist, habe ich damals, weil Sie von dem Paradigmenwechsel sprachen, Herr Wimmer, habe ich damals die US Army als Garant meiner Sicherheit empfunden. Das war aber noch zu der Zeit, als es ein Verteidigungsbündnis war. Heute sind für mich die Amerikaner Besatzungstruppen, die unser Land schnellstens zu verlassen haben. Das ist der Paradigmenwechsel. Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit sind wir eigentlich in der zweiten Runde bereits angelangt. Und zwar, wie können wir unsere außen- und sicherheitspolitischen Interessen am besten durchsetzen? Alleine oder mit Partnern und Verbündeten? Und wenn, mit welchen Partnern und Verbündeten? Bitte sehr, Herr Wimmer. Wir erleben ja derzeit ein absolutes Lehrstück, was diese Frage anbetrifft. Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer hat vor wenigen Tagen in einer großen deutschen Tageszeitung geschrieben oder schreiben lassen, Frau Merkel hat mit der Septemberentscheidung 2015 Schutzlosigkeit der deutschen Grenzen Europa gespalten. Sie hat diese Entscheidung durchgezogen, indem sie dem österreichischen Bundeskanzler Faymann die Pistole auf die Brust gesetzt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Spaltung Europas, die da betrieben worden ist, die müssen wir alle teuer bezahlen, weil diese Dame das so gemacht hat. Und meine Damen und Herren, die Fragestellung danach, wie man Interessen artikuliert, hat Herr Müller aus meinem Verständnis eben präzise angesprochen. Das muss der Wille der Mehrheit des deutschen Volkes sein, der da entscheidend ist. Und es kann nicht der Wille einer Bundeskanzlerin sein, das ganze Volk vor vollendete Tatsachen zu stellen und die anderen Miteuropäer auch. Die noch im Amt befindliche Bundeskanzlerin hat diese Dinge so auf die Spitze getrieben, dass sie jetzt von den anderen Miteuropäern, vor allen Dingen in Ost- und Südosteuropa, die Quittung bekommt. Das heißt, sie kann noch nicht mal mehr einen Minigipfel initiieren. Wenn ich das deutsche Volk und Deutschland vor die Mauer fahren will, dann mache ich das im Modell Merkel. Ja, anders geht das nicht. Und wir haben doch, ich habe es ja eben schon gesagt, wir haben doch die Wiedervereinigung unseres eigenen Landes bekommen, weil wir es mit den anderen Miteuropäern konnten. Und Herr Müller hat aus meiner Sicht das sehr wohl auf den Punkt gebracht. Wir müssen wissen, was wir wollen und müssen uns in friedfertiger Absicht mit den anderen ins Einvernehmen setzen. Es kann doch nicht angehen, dass wir über die Polen ständig herfallen. Natürlich haben die ihre eigenen Vorstellungen, die uns möglicherweise auch nicht immer so geläufig und so sympathisch sind. Wolfgang Effenberger, der hier unter uns sitzt, hat ja vielfach darüber geschrieben,
was das polnische Intermarium der Zwischenkriegszeit bedeutet. Und draußen liegt ja sein jüngstes Buch über das Verhängnis Europas. Und dann kann man das ja auch nachlesen, um was es geht. Wenn wir historische Konsequenzen auch wirklich ziehen wollen, dann müssen wir mit unseren Nachbarn friedlich umgehen, aber wir müssen selber wissen, was wir wollen. Und daran hat es auch in der alten Bundesrepublik gemangelt. Vieles liegt ja immer im Detail und man weiß es nicht so genau. Aber wir haben bis zum Ende der Bonner Republik, bis 1990, einen außenpolitischen Leitsatz gehabt, der Folgendes gesagt hat. Wir artikulieren keine nationalen Interessen. Wir schauen uns immer an, wie die Mehrheitsmeinung in der Europäischen Gemeinschaft oder in der NATO ist und klinken uns dann ein. Meine Damen und Herren, das ist, nachdem wir mit der Wiedervereinigung Deutschlands die volle Souveränität bekommen haben, das ist eine unserem Land unwürdige Haltung. Aber wir müssen uns hüten, nachdem Frau Merkel wirklich willens zu sein scheint, dieses Land gegen die Wand zu fahren, das Modell Merkel in Zusammenhang mit unseren europäischen Nachbarn wirklich zu unserem Modell zu machen, das muss weg. Und die jetzige deutsche Bundesregierung fährt nicht nur Deutschland an den Rand, sondern, wie wir gleich sehen werden, ganz Europa. Das ist es. Herr Stelzel. Also ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass es so hoffnungslos aussieht, dass die amerikanische Truppenpräsenz für ewig in Deutschland währen wird. Ich glaube, vieles wird davon abhängen, ob sich Trump durchsetzen wird oder ob sich der Deep State durchsetzen wird. Und dass hier die Interessen verschiedene sind, das sah man in vielerlei Beispielen schon. Das sah man, als Trump die Truppenaufstockung in Afghanistan nicht umsetzen wollte, sondern abziehen wollte. Trump wollte oder will noch immer aus Syrien abziehen. Und Trump legt, wie man ganz offenkundig sieht, keinen sehr großen Wert auf die Frau Merkel oder selbst auf die Theresa May. Das, was die NATO an der Ostgrenze zu Russland betreibt, ist nicht eine kleine übertriebene Provokation, sondern es ist eigentlich eine ganz offene, substanzielle Provokation. Man hat nicht nur vorsätzlich Serbien zerschlagen und diesen Organhändlerstaat Kosovo gegründet, der völlig illegal völkerrechtlich existiert. Man hat in Polen unter Obama einen Raketenschild gegen den Iran ins Leben gerufen, der natürlich nur gegen Russland gerichtet ist. Man betreibt jetzt gerade ein riesengroßes Manöver in der Gegend von Königsberg, um das Baltikum aufzustacheln gegen Russland. Also hier von einer kleinen, überzogenen Haltung zu sprechen, ist meiner Meinung nach völlig falsch. Und die NATO hat auch nicht das Mittelmeer und die Grenzen zu Nordafrika geschützt, sondern im Gegenteil. Es sind NATO-Kriegsschiffe, die gemeinsam mit der Soros-Flotte die Leute millionenfach herbringen. Wenn uns die Geschichte eines lehrt, nichts ist ewig. Auch die NATO wird nicht ewig sein und die amerikanischen Truppen in Deutschland werden auch nicht ewig sein. Irgendwann einmal kommt eine Generation, auch in Deutschland daher, die mit dieser Nachkriegsordnung nichts mehr zu tun hat und auch nichts mehr zu tun haben will. Und dann sind die Amerikaner in Deutschland überflüssig. Zweitens, Deutschland wird auch nicht am Hindukusch verteidigt. Und Deutschland ist auch nicht dazu da, die NATO-Doktrin umzusetzen, die Amerikaner in Europa zu halten, um es vollständiger Dr. Bulli zu zitieren. Lord Hastings hat gesagt, der erste Generalsekretär der NATO, die Amerikaner in Europa zu halten, die Russen draußen zu halten und die Deutschen unten zu halten. Und das hat sich überlebt, meine Damen und Herren. Das ist vorbei. Nichts in der Geschichte ist ewig. Und auch diese Präsenz wird nicht ewig sein. Das heißt, Deutschland muss endlich selbst, das machen die Amerikaner nicht für euch, ihr müsst selber dieses Nachkriegstrauma beenden,
eure eigene nationale Souveränität und euren eigenen Standort selber neu bestimmen. Das wird die politische Klasse und schon viel weniger noch die mediale Klasse für euch machen. Ja, die ist gesteuert und finanziert von außen. Sondern ihr müsst selber von unten herauf, aus dem deutschen Volk heraus, euren eigenen Standort neu bestimmen, eure eigenen Interessen neu bestimmen. Das wird sehr bald möglich sein, weil Merkel hat die politische Zukunft schon hinter sich. Nur sie weiß es noch nicht. Alle anderen wissen es schon. Ja? Also da ist eine riesige Chance drinnen. Da ist eine riesige Chance drinnen. Ja? Spätestens biologisch erledigt sich das irgendwann auch mal. So, das heißt also, diese Standortbestimmung bleibt dem deutschen Volk nicht erspart. Und das ist gut so. Und diese Standortbestimmung muss lauten: Wählt die Mitte Europas wieder eine gesamteuropäische Verantwortung ohne Einwirkung von außen wahrnehmen oder nicht? Nun bin ich schon auch ein großer Freund Russlands, aber übertreiben soll man es auch nicht. Ja? So, das bedeutet, eine Achse zwischen Paris, Berlin und Moskau zu konstruieren, ist mit Sicherheit etwas, was tragfähig für eine Friedensordnung in Europa ist. Da bin ich ganz überzeugt davon. Aber die Mitte bildet Deutschland. Diese geostrategische Lage verändert man nicht, obwohl man schon viele davon vertrieben hat, insbesondere aus dem Osten. Ja? Aber trotzdem ist die Mitte immer noch das deutsche Volk. Und diese Mitte Europas muss einen stabilen Kern sein und eine stabile, selbstbewusste Nation sein, die in der Lage ist, Europa wieder eine eigenständige, tragfähige, auch sicherheits- und außenpolitische Bedeutung zu geben. Diese Rolle ist den Deutschen vorbehalten. Sie muss mit den Franzosen gesucht werden, sie muss mit den Russen gesucht werden. Die Peripherie, Gott sei Dank, die Briten werden keine Rolle mehr spielen. Ja, dieses U-Boot der Amerikaner, ja, die werden, sie verlieren nicht nur durch den Brexit an Bedeutung, sie haben schon in Wirklichkeit seit dem Ende des Ersten Weltkrieges an Bedeutung verloren und haben es auch nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Diese Mitte Europas muss sich selber neu erfinden und neu definieren. Das ist die einzige Zukunft und das sind die Partner, nur nochmal die natürlichen Partner, die Franzosen und die Russen. Es sind auch andere Nationen in Europa Partner. Ich bedauere, dass nicht stärker die Zusammenarbeit mit den Ungarn gesucht wird. Das ist übrigens eine Kritik, die ich meiner Bundesregierung ausrichte. Wir wären dazu prädestiniert, dem Herrn Orbán zur Seite zu springen. Orbán tut vieles für die Sicherheit Österreichs und vieles für die Sicherheit Deutschlands. Und er wird zum europäischen Gott sei bei uns erklärt. Orbán hätte es verdient, dass er unsere Solidarität, insbesondere aus Deutschland, aber noch viel mehr aus Österreich bekommt. Nur mal als kursorisch anzureißen. Lieber Herr Wimmer, ich kann mit besonderes Vergnügen jetzt wiederholen, Frau Merkel muss weg. Und als Russe kann ich ohne einen Hintergedanke sowieso sagen, Merkel muss weg. Wenn wir jetzt betrachten die letzten Jahre, dann kann ich nur mich wundern, wie kann nicht nur russisches Volk, sondern deutsches Volk das alles ertragen. Beginnen wir mit 2014, die sogenannte, Anführungsstrichen, Annexion von Krim, die keine Annexion war. Und dann plötzlich kommt Frau Merkel, ist eine der Ersten, und sagt, ja, wir sind dafür, wir sind dafür und die Sanktionen sind schon da. Ich will die Zeit nicht rauben und nicht erzählen, dass es war keine Annexion, das war eine rechtmäßige Entscheidung von Russland, demokratische Entscheidung, durch Referendum bestätigt und alles. Also sowieso nicht so, wie Sie richtig gesagt haben, in Kosovo. Das war wirklich ein bestes Beispiel und trotzdem Russland bekam diese Sanktionen. Dann kam die zweite Geschichte mit dieser Boeing, diese ganz traurige Geschichte. Man hat schon am zweiten Tag gesagt, das haben die Russen gemacht. Wo sind die Beweise bis heute? Die Holländer, die machen die riesige Lärm um diese Geschichte und die versuchen zu bestätigen, dass die Russen sind schuldig daran, dass diese Boeing abgeschossen worden war. Aber warum haben sie nicht erzählt über die Geschichte, als vor 20 Jahren die ukrainische Streitkräfte haben ein TU-154 von Tel Aviv nach Moskau über Schwarzen Meer abgeschossen?
Diese Geschichte ist immer noch da. Das war kein Krieg. Und die Ukrainer haben das bis heute noch nicht anerkannt, obwohl klar ist, dass sie haben das gemacht. Okay, das ist nur eine Geschichte. Jetzt, wie wir von Theresa May gehört haben, alles ist highly likely. Also es ist nicht bewiesen, aber trotzdem, Russen sind schuld daran. Und Frau Merkel versucht, das alles nach und nach zu bestätigen. Jetzt hatten wir diese berühmte Geschichte mit Abschiebung von russischen Diplomaten. Ist das wirklich ein Fall, wo Deutschland sollte russische Diplomaten nach Russland zurückzuschießen und dann eine richtige diplomatische Krise hervorrufen? Das war absolut unnötig. Was mich natürlich stört und ich glaube, was unbedingt soll in Deutschland zu Gespräch kommen, wenn Donald Trump geht in Syrien oder geht irgendwo oder bricht die ganze Atomvereinbarung mit Iran durcheinander. Er sagt, das sind unsere nationalen Interessen. Warum in Deutschland ist das Wort oder die Worte nationale Interessen praktisch verboten? Warum wird darüber nicht gesprochen, dass Deutschland eigene nationale Interessen hat und die auch verteidigen muss? Wenn das nicht zu Wort kommt und wenn das nicht laut gesprochen wird, dann ist alles weg. Dann kommt wieder Frau Merkel nach Theresa May und sagt, ja, okay, die neuen Sanktionen sind da. Und die nächste, was Schlimmes passieren könnte, das ist Nord Stream 2. Deutschland hat alles zugestimmt, aber ich bin absolut mir nicht sicher, dass Merkel morgen nicht zur Bühne kommt und sagt, ja, aber wir kaufen ein teures Ding von Amerikanern und diese Geschichte wird vergessen und dann leidet wieder ein Volk in Russland, ein deutsches Volk, dann leiden die Menschen in Europa. Okay, also ich glaube, das ist wichtig, was auch zu Thema sein müsste. Vielen Dank. Ja, ich glaube nicht, dass das eine Anti-Merkel-Veranstaltung sein sollte. Denn das eigentliche Thema ist ja eigentlich viel zu wertvoll, als dass wir das an eine Person knüpfen. Aber, was ich schon sagen möchte, ist, wir stehen derzeit vor einer sicherheitspolitischen Zeitwende. Eine sicherheitspolitische Zeitwende in vielfacher Hinsicht. Aber erlauben Sie mir bitte einen Rückblick, dann verstehen wir vielleicht besser, worin diese Zeitwende besteht. Es ist uns doch gelungen, und damit meine ich eigentlich Deutschland über so viele Jahre, seit es die Europäische Union gibt, eigentlich seit es die Nachkriegsordnung gibt, das Gespenst des deutschen Nationalismus zu zähmen. Das ist uns mit Geld gelungen, wenn Sie so wollen. Geld, das also über verschiedenste Kanäle, die Europäische Union war ja nur eine und die Europäische Gemeinschaft als Vorgängerorganisation war eine, wo diese Gelder verteilt wurden an die Nachbarstaaten. Nicht zuletzt auch mit dem Hintergrund einer guten nachbarschaftlichen Politik. Die Zeitwende besteht darin, dass wir diese Geschenke von der Zentrale an die Peripherie in diesem Umfang nicht mehr leisten können, weil die Herausforderungen ganz andere sind. Es sind nicht die militärischen Herausforderungen an erster Stelle. Es sind die wirtschaftlichen und die humanitären Herausforderungen, die ganz andere Strukturen erfordern, als diese Nachkriegsordnung bisher zutage gebracht hat. Wer hat schon Frontex gekannt? Wer hat schon verschiedene NGOs und die Rolle dieser NGOs gekannt als solches? Das ist die politische Zeitwende, vor der wir stehen. Wir stehen vor einer Tatsache, dass die Europäische Union Belastungen ausgesetzt wird, wie sie bisher nicht gekannt haben. Wir haben die Nord-Süd-Belastung, wir haben die Ost-West-Belastung. Und in einer Phase dieser Fluktuation der politischen und der monetären fragen wir, naja, wo stehen wir heute? Wo steht Deutschland heute? Wo steht Zentraleuropa heute? Sollen wir uns wieder besinnen auf den nationalen Gedanken, auf unsere eigenen nationalen Ausrichtungen oder welche Partner sollen wir nehmen? Ich gehe davon aus, dass die Europäische Union in der derzeitigen Phase die schwierigste Phase im Hinblick auf Zusammenhalt und künftige Perspektiven vor sich hat oder gerade durchmacht. Jetzt die Frage zu stellen, mit welchen Staaten man
künftig welche Thematiken gemeinsam abarbeitet oder nicht, das, glaube ich, ist die falsche Richtung. Ich glaube, man sollte die Europäische Union von Grund auf neu denken, ohne sie in Frage zu stellen. Neu denken in dieser Hinsicht, dass die Bevölkerung die Nöte und auch die Perspektiven und auch die neuen Eliten mit inkludiert werden in diese Überlegungen. Aber gleich alles zu zerstören, um neu aufbauen zu wollen und einen Nationalismus zu kreieren, der eigentlich in Europa in heutiger Zeit nichts mehr verloren hat, das halte ich für den falschen Weg. Ja, zuerst möchte ich Herrn Professor Sosnowski beruhigen, wo Sie gerade sehr emotional russisch festgestellt haben, wie mit Ihrem Land in der Presse hier umgegangen wird. Also Sie können sich beruhigen, wenn es morgen regnet, wird auch drinstehen, der Putin war schuld. Also das ist nichts Neues bei uns, das läuft leider so, wie es auch Herr Stadler gesagt hat, hat das durchaus was mit transatlantischen Netzwerken zu tun, über die Presse gesteuert wird. Ich möchte zur Ausgangsfrage des Themenkreises 2 zurückkehren. Ob wir als Deutsche unsere Sicherheitspolitik am besten alleine oder mit Partnern unsere sicherheitspolitischen Interessen durchsetzen können. Ich denke, die eindeutige Lehre aus der Geschichte ist, dass wir zu klein sind, um es alleine für uns sorgen zu können. Das funktioniert nicht. Wir hatten uns ja zweimal eigentlich mit sehr schwachen Alliierten umgeben, mit denen zusammen wir es nicht konnten. Das sind die zwei Weltkriege gewesen. Das heißt, ich finde schon richtig, dass wir uns als Deutsche zuerst Gedanken machen, wie definieren wir unsere Sicherheitspolitik und dann gucken, mit wem zusammen können wir das gewährleisten, alleine sind wir zu schwach. Und da ist jetzt dieser Paradigmenwechsel, von dem wir gesprochen haben, bisher war es immer nur die NATO, jetzt gibt es ja auch die Gegenposition, die zumindest in der Diskussion steht, Herr Stadler hat die ja auch benannt, eine europäische Sicherheitsarchitektur ohne die USA auf dieser Achse Paris-Berlin-Moskau. Ich bin der Meinung, das ist eine Option, die wert ist, diskutiert zu werden, ohne zu präjudizieren, was herauskommt. Was mich immer stört bei uns in der veröffentlichten Diskussion, weil wir haben ja keine öffentliche Diskussion, wir haben immer nur Diskussion in der veröffentlichten Meinung, dass immer die NATO als sakrosankt hingestellt wird, weil sie immer gut war, muss ja auch auf ewig gut sein. Und wer jemand hinterfragt, dass es ist ein böser Putin-Versteher. Ich möchte, dass wir aus dieser Sackgasse des Denkens herauskommen und endlich mal die Sicherheitspolitik ergebnisoffen neu andenken. Das ist mir ein ganz großes Anliegen. Und wenn man das jetzt weiter fortsetzt, dann ist es interessant zu sehen, was es gegeben hat um das Jahr, genau weiß ich es nicht, das wissen sicher der Herr Stadler, Herr Wimmer und auch Herr Polly besser. Es muss, glaube ich, 2007, 2008 gewesen sein, zumindest nach der Jahrtausendwende, als Russland sich ernsthaft dafür interessiert hat, damals der NATO beizutreten. Russland wollte bei der NATO mitarbeiten als gleichberechtigter Partner, ist aber dann sehr schlecht behandelt worden von der westlichen Führungsmacht in den USA, die das eben nicht wollten, weil sie ihre Dominanz über Europa und gegen Russland nicht aufgeben wollten. Und das ist in meinen Augen der ganz, ganz große Denkfehler, wenn es um Sicherheitspolitik geht. Sicherheitspolitik ist für mich immer nur dann ergebnisorientiert, wenn sie wirklich zu mehr Sicherheit auch führt. Und mehr Sicherheit kann man immer nur erreichen, wenn man die Interessen aller Beteiligten ganz fair wie auf einer Waage gegeneinander abwägt. Und wenn wir es so machen würden, dann hätten wir die höchstmögliche Sicherheit in Europa. Das Problem ist, dass diejenigen, die gerade am Drücker sind, dieses Wissen vergessen und deswegen haben wir keine Sicherheit. Nur ganz kurz, weil das... Können wir aufschalten? So, geht's. Pressefreiheit. 1, 2. Die Amerikaner haben Ihnen den Saft abgedreht. Also gut, spreche ich mit einem grünen Mikrofon, macht ja nichts, oder? Ich kann mich erinnern, als junger Analytiker beim militärischen Nachrichtendienst, das war der 90er Jahre übrigens, da ist tatsächlich diskutiert worden, ob man denn Russland aufnimmt und es gab eindeutige Signale aus Russland, dass
man das auch angestrebt hat. Und die Antwort hat natürlich nicht lang auf sich warten lassen und hat ein bisschen mit Schmunzeln zu tun, nämlich mit der Frage, wie macht man eine Verteidigungsorganisation, und die NATO ist ja Verteidigungsbündnis, wie macht man ein Verteidigungsbündnis kaputt? Das hat damals die Runde gemacht. Nun, da gibt es zwei Ansätze. Entweder alle treten aus oder alle treten ein. Und schon in den 90er Jahren hat man Russland unter Generalverdacht gestellt, eine strategische Absicht zu haben, die europäische Sicherheit und damit die NATO zu hijacken, um deren Einfluss in Europa zu zementieren. Die antirussische Stimmung, die wir heute quer durch Europa in unterschiedlichen Bereichen haben, ist nicht etwas Neues. Das ist schon in den 90er Jahren zum Thema NATO eine sehr brisante Frage gewesen. Das wollte ich vielleicht noch ergänzen. Aber danke sehr. Wilmer wollte noch was sagen. So, jetzt sind wir mitten in der Querdiskussion. Das wird interessant. Ja, vor allen Dingen nach diesen wegweisenden Überlegungen von Herrn Müller im Anschluss an das, was Herr Stadler gesagt hat, die europäische Komponente. Da hängen wir ja mittendrin in dieser Diskussion. Es ist ja immer die große Frage, für wen sollen unsere Soldaten und Soldatinnen verheizt werden? Für die Amerikaner oder für die Franzosen? Für die Amerikaner im Bereich der NATO? Man muss sich ja fragen, warum wir am Hindukusch uns verteidigen. Das muss man ja wirklich fragen, wenn die Amerikaner sich weigern, in Afghanistan irgendetwas zu machen, was nach Frieden aussieht. Das ist ja die üble Überlegung, mit der wir es zu tun haben. Und mit unseren französischen Nachbarn ist es doch nicht anders. Die europäische Komponente jetzt im Zusammenhang mit Verteidigung oder mit der militärischen Komponente heißt doch nichts anderes, als dass wir Europa nicht an den Verteidigungscharakter gebunden wissen wollen. Wenn man in Europa einen Verteidigungsarm schaffen will, in der Europäischen Union, warum geht man nicht hin und übernimmt das Modell der Westeuropäischen Union, die es mal gegeben hat, wo aber alles an Verteidigung gebunden war? Das, was wir jetzt mit diesem neuen militärischen Arm der NATO machen sollen, ist doch nicht mehr, nicht weniger, als Kriege im Interesse Frankreichs in Afrika zu führen. Und meine Damen und Herren, ich muss das wirklich in alter Verbundenheit sagen, dafür sind mir deutsche Soldatinnen und Soldaten zu schade. Übrigens auch französische Soldatinnen und Soldaten. Warum sollen wir in imperialistische Fußstapfen gehen? Man hat uns das immer wieder vorgeworfen. Und meine Damen und Herren, ich sage das in Zusammenhang mit dem heutigen Tag auch sehr bewusst. Diese Diskussion, zu der Herr Müller eingeladen hat, ist extrem wichtig für unsere Nation. Wir werden in wenigen Monaten uns über Versailles unterhalten, 100 Jahre Versailles. Man hat uns in den Ersten Weltkrieg orchestriert, vor allen Dingen unter britischer und französischer Ägide, und man hat uns dann anschließend in Versailles mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen die Verantwortung für den Ersten Weltkrieg in die Schuhe geschoben. Meine Damen und Herren, wir dürfen aus nationalem Interesse diese Politik nicht heute fortsetzen. Und deswegen müssen wir nationale Interessen so definieren, dass wir, wie es in der Verfassung steht, einen Beitrag zum Frieden in der Welt zu leisten haben. Und das macht man nicht dadurch, dass wir unsere Nachbarn zwischen Afghanistan und Mali in die Steinzeit zurückbomben. Die Fluchtursache heißt auch Merkel. Und daraus müssen wir Konsequenzen ziehen. Und dieses Volk ist friedensbetont. Und wir müssen den Kriegstreibern das Wasser abgraben. Ja, nur um es klarzulegen, die NATO in der derzeitigen Verfassung, ich wiederhole das jetzt noch einmal, ist nicht dazu da, um irgendein deutsches Interesse zu schützen. Die NATO in der derzeitigen Verfassung ist ausschließlich dazu da, amerikanische und vor allem ökonomische Interessen zu schützen. Und zwar weltweit mittlerweile, meine Damen und Herren. Und
Diese Erkenntnis bitte sollte in der deutschen politischen Debatte zu einem Hauptthema werden. Es hängt nämlich ihre Zukunft als Nation daran. Und das deutsche Volk ist nach dem Zweiten Weltkrieg nicht gezähmt worden in seinem Nationalismus. Ja, der Schickelgruber war Österreicher. Sondern dieses deutsche Volk ist kastriert worden in seinem Nationalismus. Und ich behaupte, es ist das gute Recht jeder Nation, unter den friedlichen Völkern ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstverständnis zu formulieren. Und das ist Nationalismus, der absolut auch ins 21. Jahrhundert passt. Wer nicht mehr ins 21. Jahrhundert passt, sind Kunstprodukte wie die Sowjetunion und die Europäische Union. Ja? Was nicht im Volk und in den Völkern verankert ist, hat auf Dauer keinen Bestand. Und diese Europäische Union ist nur für das schöne Wetter gedacht. Ich weiß, jetzt könnte ich stundenlang meine eigenen Erfahrungen ausführen. Das ist ein Schönwetterprogramm mit riesigen Budgets und Finanziers. Und wenn das schöne Wetter zu Ende geht und die Finanziers ausgetrocknet sind, dann sind sie nicht in der Lage, auch nur die geringste Krise zu bewältigen. Und das beweisen sie heute und morgen und jeden Tag, meine Damen und Herren. Danke sehr. Daher wird dieser Laden implodieren. Herr Bolli. Darf ich da das grüne Mikrofon? Zwei ganz kurze Bemerkungen vielleicht zur Aufhellung des Hintergrundes. Ja, die NATO ist schon eine Verteidigungsorganisation und der Artikel 5 ist das Zentrum dieser Verteidigung. Die wenigsten von uns sind sich dessen bewusst, dass derzeit nach wie vor der Artikel 5, der Verteidigungsfall der NATO, ausgerufen ist. Und zwar nach wie vor. Und zwar durch den terroristischen Akt von 9/11. Nur wenige Tage, zwei Tage nachher, hat die NATO einstimmig diesen terroristischen Akt als Verteidigungsfall ausgerufen. Und der Verteidigungsfall gilt bis heute. Das ist auch jene Grundlage, warum die Amerikaner wesentlich mehr in Deutschland und in Europa durchführen können als vor diesem Verteidigungsfall. Völlig ungeniert und völlig legal, das muss man auch dazu sagen. Zweitens, wir tun so, als wäre Deutschland so eine militärische Größenordnung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schauen Sie sich doch bitte den jämmerlichen Zustand Ihrer Bundeswehr an. Ja? Das mag Ihnen jetzt ein bisschen komisch vorkommen, wenn das ein Österreicher sagt, denn unsere Streitkräfte sind bei Weitem nicht besser. Wir werden im nächsten Monat eine beinharte Diskussion innerhalb der NATO erleben, der Aufrüstung auf 2% des BIP. Die USA werden die Federführung über diese Diskussion übernehmen. Aber ich möchte nicht, dass hier der Eindruck entsteht, dass Deutschland mit der Bundeswehr das Zentrum der militärischen Rüstung und das Zentrum des Militarismus in Europa ist. Bei weitem nicht, genau das Gegenteil wird uns vorgeworfen. Danke sehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt kommen wir zur dritten Runde, und zwar unter dem Titel: Funktioniert unsere staatliche Ordnung noch? Was ist uns lieb und teuer? Wie schaut es aus mit Rechtsstaat, repräsentativer Demokratie und Gewaltenteilung? Ich darf wieder Herrn Staatssekretär ersuchen. Also, ich muss noch mal auf den bayerischen ehemaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer zu sprechen kommen, der zur Beschreibung dieses Landes im Spätherbst 2015 nach der Schutzlosstellung der deutschen Grenzen gesagt hat: Wir sind ein Unrechtsstaat. Und ein ehemaliger hochrangiger Bundesverfassungsrichter, Di Fabio, hat in seinem fulminanten Gutachten über die damalige Entwicklung von einem offenen Rechtsbruch durch die Regierung dieses Landes gesprochen. Meine Damen und Herren, schlimmer kann es überhaupt nicht werden. Und meine Aufgabe besteht jetzt nicht darin, dann noch eins draufzusetzen. Wenn ein im Amt befindlicher Ministerpräsident sowas sagt, haben wir in meinem Verständnis eine Situation des Staatsnotstandes. Was anders ist das nicht. Und das Zweite in diesem Zusammenhang, und deswegen bin ich auch so froh, dass Herr Müller diesen Punkt so betont hat: Wir haben eine zivilisatorische Errungenschaft nach Ende des Zweiten Weltkrieges in diesem Land bekommen.
Und das ist die eindeutige rechtsstaatliche Ordnung dieses Landes. Da ist genau festgelegt, wie sich Dinge zu gestalten und möglicherweise zu verändern haben. Und Ministerpräsidenten der Bundesrepublik Deutschland haben vor wenigen Wochen in Fernsehsendungen noch gesagt, dass selbst der Deutsche Bundestag dieser Aufgabe, die er hat, nicht nachgekommen ist, als man nach der Schutzlosstellung der deutschen und europäischen Grenzen Frau Merkel im Deutschen Bundestag nicht zur Rede gestellt hat. Die Dame, ich muss das leider noch mal sagen, Herr Dr. Polli, die Dame hat gemacht, was sie wollte, und der Deutsche Bundestag hat die Schnauze gehalten, wie er es konnte. Das ist doch die Wirklichkeit. Wir haben, und da muss man sich immer dran erinnern, wir haben die deutsche Wiedervereinigung dadurch auch nur gestalten können, dass wir den Leuten, den Bürgerinnen und Bürgern in den neuen Ländern gesagt haben, ihr bekommt den Rechtsstaat jetzt als hohe zivilisatorische Errungenschaft. Und dadurch, dass die Bundeskanzlerin eine eigenmächtige Entscheidung am 4. und 5. September 2015 sich geliefert hat und geleistet hat, haben wir im Nachhinein noch dem Hohn gesprochen, was wir in Zusammenhang mit der Wiedervereinigung zwischen Rostock und Dresden gesagt haben. Und das Tückische an dieser Entwicklung ist, wenn wir den Rechtsstaat so verkommen lassen und das durch Entscheidungen der Staatsspitze, und ich beziehe mich nochmal auf Horst Seehofer, dann haben wir doch eine Situation, dass an die Fundamente dieser Republik rangegangen wird, und zwar nicht durch den oder jenen, sondern durch die Staatsspitze. Und meine Damen und Herren, wir wissen genau, dass das Ende unseres Staates ist, wenn diese Kräfte weiterhin die Möglichkeit haben zu operieren. Ich fürchte nur leider Gottes, dass Merkel muss weg nicht reichen wird, um die Situation wieder halbwegs in Ordnung zu bringen. Denn letztendlich auf Seehofer angesprochen, man muss ja wirklich fragen und sich wundern, die CSU hat bei allem mitgestimmt. Der Herr Weber im EU-Parlament ist sogar einer der ungeheuerlichsten Subjekte, die das mitführend in der gesamten EVP-Fraktion mitgetragen haben. Das heißt, Seehofer ist so eine Art patriotisches Placebo, um die AfD klein zu halten. Und die AfD sollte nicht in Seehofer eine Art CDU aus irgendeiner rechtsstaatlichen Adenauer-Epoche sehen, sondern Seehofer ist eben rein der Plan B des Deep State. Ja. Ja, zunächst, als Jurist bin ich natürlich für den Rechtsstaat und glaube an die Kraft des Gesetzes. Aber der Rechtsstaat muss sein Gewaltmonopol behalten und es auch durchsetzen. Und da beginnt das Ganze zu erodieren. Wenn an der Staatsspitze, Merkel hat ja, das war ja nur der Höhepunkt 2015, Merkel hat immer wieder erkennen lassen, dass sie mehr Pastorentochter aus der DDR ist, die die Political Correctness zum Maßstab nimmt, als das Gesetz. Das war auch bei der Frage der Finanzierung der ganzen Instrumente bei der Griechenland-Krise so. Sie hat das deutsche Volk vor vollendete Tatsachen gestellt und hat am Schluss sich vom Bundestag Freibriefe geben lassen. Ja? Der Verfassungsgerichtshof hat leider da keine sehr rühmliche Rolle gespielt. Das ist eine andere Geschichte. Aber daher muss man das Gesetz und nicht die Political Correctness wieder zum Maßstab machen, und das Gesetz muss durchgesetzt werden. Das heißt, es muss unsere Polizei, ich bin froh gewesen, dass so viel Polizei da ist, ich begrüße das, die Polizei muss auch wieder geschützt werden vor der Meute der Political Correcten, die glauben, die Polizei zum faschistischen Apparat machen zu können. Das ist eine Aufgabe, die eine politische, demokratische Organisation hat. Das Zweite ist, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in dieselben molekularen Bürgerkriegssituationen hineinrutschen. Ich weiß, warum ich diesen Terminus verwende, den Franzosen, Belgier und Briten schon haben. Und die Italiener werden es demnächst bekommen. Diesen Terrorismus haben erstens NATO-Staaten erzeugt, und der bekommt jetzt zurück. Und der Staat muss entschlossen handeln.
Der Staat ist in die Bundesrepublik Deutschland ist mit Mühe gerade noch mit der Bader-Meinhof-Gruppe fertig geworden. Ja? Aber jetzt kommt was anderes auf uns zu und da muss der Staat entschlossen handeln. Und ich habe erhebliche Zweifel, dass ihre derzeitige Bundesregierung diese Entschlossenheit besitzt, weil sie es schlicht und einfach nicht machen wird. Der Herr muss, und das wird der deutsche Bürger sehr bald sehen, wird der Leidensdruck steigen und das ist Ihre Chance als AfD, weil die Deutschen werden zunehmend die Nase gestrichen voll haben vor der Entwicklung. Das wird sich jeden Tag steigern. Das ist vorauszusehen. Das Dritte ist, Sie müssen auch außenpolitisch, müssen Sie zurück zum Recht. Ich habe es wirklich als unerträglich empfunden und ich glaube, die Leute in der Ukraine, die Vernünftigen noch mehr, dass deutsche Politiker wie der wohlbeleibte Herr Elmar Brok, der Herr Schulz, wie sie alle heißen, auf dem Maidanplatz in Kiew aufgetreten sind und dort gegen Russland gehetzt haben. Steinmeier auch dazu, ja. Bitte? Alle, weil Westerwelle hat natürlich noch eine ganz besondere Mission gehabt. Ja, also alle diese Leute, sie haben dort eine Hetze betrieben und nicht erkannt, dass sie dort genau aus einem historischen schlechten Gewissen heraus gar nichts verloren gehabt hätten. Überhaupt nichts. Und daher muss auch wieder klar sein, dass das Auftreten deutscher Spitzenpolitiker, auch unter den Aspekten der Beachtung der Rolle Deutschlands und auch unter den Aspekten der Geltung des Völkerrechts, da sind wir wieder beim Rechtsstaat, auch unter den Aspekten der Geltung des Völkerrechts in derartigen Situationen gar nichts verloren haben und insbesondere nicht gegen andere Staaten zu hetzen haben, auch nicht gegen Russland zu hetzen haben. Und das war reine Hetze. Ich würde mir nicht ausmalen können, wenn die gleichen Leute in Toronto aufgetreten wären und dort gegen die USA gehetzt hätten. Das hätte ich mir zu gerne mal angeschaut, wie dann die Reaktionen ausgeschaut hätten, meine Damen und Herren. Letzter Punkt, das ist mein Appell an die AfD. Da schließe ich mich meinem Freund, langjährigen Freund Robert Stetzel an. Ich möchte Sie eindringlich davor warnen, zu glauben, dass Sie eine bessere CDU oder eine bessere CSU werden sollten. Ich appelliere an Sie, hören Sie auf Ihre Basis, ich meine, bei dir weiß ich es eh, hören Sie auf Ihre Basis, versuchen Sie eine echte Alternative zu sein und nicht Teil des Systems zu werden. Dann sind Sie überflüssig und werden keine Zukunft haben. Sie werden eine große Zukunft haben, wenn Sie eine echte Alternative, insbesondere zu den Blockparteien sind, insbesondere zu dieser sozialistischen Einheitspartei, die derzeit noch von Merkel geführt wird. Der Applaus zeigt, es ist verstanden worden. Danke sehr. Herr Professor Oslowski. Ja, der Name Merkel ist schon so viel Mal wiederholt worden, dass ich fühle mich schon verliebt in diese Frau. Jetzt geht's. Ja. Ich möchte etwas über beste Freund Deutschland reden, über Amerika wieder. Ich war neulich über Berlin gegangen und dann habe ich ein Plakat gesehen, ein Werbeplakat auf einem Wand geklebt. Und dann habe ich plötzlich ein Zeichen von sehr gut bekannten in Deutschland Mann gesehen von George Soros. Er hat, wie neulich bekannt, sein Hauptquartier von Budapest nach Berlin verlegt und versucht jetzt in Berlin sowas veranstaltet, was er schon vielmals auf postsowjetischen Raum gemacht hat. Aber er ist nicht alleine. Es gibt sehr viele finanzielle Gurus aus Amerika, meistens aus Amerika oder aus Britannien, die deutsche Souveränität sehr stark beschränken. Um nicht viel Zeit zu nehmen, ich sage nur, dass ich habe vor kurzem im Internet ein Zitat von einem Deutschen gefunden, der hat das ganz genau und präzisiert formuliert. Ich versuche jetzt dieses Zitat wiederholen. Er schreibt so: Ich kenne dieses Publikum. Zum Beispiel Herr Rothschild. Er ist bereit, für seine Börsenspekulationen ganze Europa zu begraben. Und wir müssen dafür verantworten. Wir Deutschen müssen dafür verantworten. Wissen Sie, wer hat das geschrieben? Macron? Nein, Otto von Bismarck.
Also die Geschichte, wir sollten nicht vergessen, dass solche Leute wie Bismarck haben schon damals einige gewisse Probleme mit Großkapital aus Amerika, obwohl diese Worte, dieser Rothschild war nicht amerikanischer, sondern es ging um einen deutschen Rothschild aus Frankfurt am Main. Da, Sie kennen bestimmt gut diese Geschichte. Aber ich möchte sagen, ganz wichtige Aufgabe, Deutschland muss sich nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich emanzipieren von amerikanischem Kapital, auch diplomatisch. Und sonst wird es keine eigenständige deutsche Politik geben. Danke sehr. Wir sprechen über Rechtsstaat und das hat etwas auch mit Völkerrecht zu tun. Woher haben wir eigentlich das Recht, Regime-Change in fremden Ländern zu betreiben? Darüber zerreißt sich niemand das Maul. Meines halte ich jetzt und gebe Herrn Polly das Wort. Bitte sehr. Vielen Dank. Darf ich Sie ein bisschen beunruhigen? Ja, bitte. Wir haben in Europa ein zentrales Sicherheitsthema. Nein, das sind nicht die Flüchtlinge, nicht direkt. Nein, es ist das, was man als Terrorismus bezeichnet, Terrorismusbekämpfung, Radikalisierung, wenn Sie möchten, Extremismus in jeder Form. Das ist das eigentliche Gespenst in Europa. Jetzt kommt die Diskussion. Und wenn ich das jetzt so mitverfolge, habe ich in der letzten Runde mehrmals gehört, bürgerkriegsähnliche Zustände, was in Italien auf uns zukommt, was man in Deutschland nicht verhindern kann. Warum ich Sie beunruhigen möchte, möchte mit Ihnen eine Erfahrung, die ich gemacht habe in den vielen Jahren als Leiter der Terrorismusbekämpfung in Österreich. Ich möchte diese Erfahrung mit Ihnen teilen. Ich war anfänglich ein glühender Verfechter jeglicher behördlicher Maßnahmen, um Sicherheit und Stabilität zu implementieren. Ich war ein glühender Verfechter von Nachrichtendiensten und deren Potenzial. Ich war ein glühender Verfechter von Polizeieinsätzen, wenn sie denn der Sicherheit dienen. Ich habe das dann mehr als acht Jahre gemacht und es kam mir ein bisschen die Zweifel, als ich europaweit verfolgt habe, wie die Antiterrorismusgesetze plötzlich aus dem Boden schießen. Wie plötzlich Sicherheitsbehörden mit Befugnissen ausgestattet wurden, die man 10 Jahre vorher alarmierend beurteilt und gesehen hat. Ich habe festgestellt, dass Nachrichtendienste und Polizeibehörden über sich hinausgewachsen sind. Ich habe festgestellt, dass Kontrollmechanismen ins Lächerliche gezogen wurden oder zurückgebaut werden. Und dann habe ich gesehen, wohin sich dieses Europa entwickelt. Und habe mir die Frage gestellt, und daher beunruhige ich Sie jetzt, glauben Sie nicht, dass diese Befugnisse ein Vorbote auf soziale Unruhen sind und wie der Staat damit umgeht? Ich möchte mich beziehen nochmal auf die Fragestellung, funktioniert unsere staatliche Ordnung noch und was ist uns lieb und teuer an Deutschland? Ich möchte jetzt mal etwas zusammenfassen und klar aussprechen, was hier angeklungen ist mehrmals von den verschiedenen Seiten. Unsere staatliche Ordnung bröselt und unsere staatliche Ordnung ist meiner Meinung nach nur wiederherzustellen, wenn wir uns nach 70 Jahren Lebenslügen der Bundesrepublik Deutschland endlich mal uns dem Kernthema stellen, das jeglicher staatlichen Ordnung zugrunde liegt. Sind wir überhaupt ein souveräner Staat, ja oder nein? Und ich spätestens, lieber Ewald Stadler, mit dieser Fragestellung denke ich, kommen wir nie in den Verdacht, eine Systempartei zu werden, weil die System- oder Blockparteien, wie du sie genannt hast, diese Fragestellung ja mit nach allen Regeln der Kunst unter dem Teppich halten wollen. Also ich bin der festen Überzeugung, und auch was Herr Polly gesagt hat, alles richtig, also ein Staat, der nicht an sich selbst glaubt und sich auch so schändlich gegenüber seiner eigenen Armee verhält, was will denn der bitteschön sicherheitspolitisch mitreden, wenn er kein Pfund mehr hat, mit dem er sicherheitspolitisch mitreden könnte? Aber das alles, wie schändlich wir mit unserer Bundeswehr umgehen,
wie wir unsere staatliche Ordnung von einer, das sage ich jetzt ganz bewusst, grundgesetzfeindlich agierenden Politikerklasse haben wir die staatliche Ordnung kaputt machen lassen 2015. Wo war denn unser demokratischer Widerstand? Da müssen wir uns mal an die eigene Nase fassen. Ja, wo waren wir Bürger denn da? So. Und das alles, noch ein Punkt. Sie haben völlig zu Recht gesagt, dass der Verteidigungsfall ausgerufen wurde im September, wann war es, 2001, durch, ich verwende jetzt erstmal den offiziellen Narrativ, durch den Angriff der arabischen Piloten auf das ahnungslose Herz der friedliebenden Nation. So, jetzt habe ich das Buch gelesen von Herrn von Bülow, Ihr Kollege, Geheimdienstkoordinator damals gewesen in Deutschland. Das Buch heißt Die CIA und der 11. September. Und da führt er ganz klar den Nachweis, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Er schließt ganz klar aus, dass es irgendeinen Überraschungsangriff arabischer Fundamentalisten auf die USA gegeben hat. Er sagt, man muss sich nur raussuchen, haben die USA diesen Pseudo-Angriff selbst gesteuert, weil sie Anlässe brauchten für das, was sie danach gemacht haben, oder haben sie diesen Angriff, von dem sie ganz genau wussten über ihre Nachrichtendienste, dass er kommt, nicht verhindert, wo wir jetzt beim Pearl-Harbor-Phänomen angelangt wären, wenn man das historisch betrachtet. Das heißt also, cui bono, wem nützt's? Völlig richtig von Ihnen angemerkt, Herr Polly. Die Vereinigten Staaten haben den 11. September 2001 herbeigeführt oder herbeiführen lassen, weil es in ihrem Interesse lag, dann den Verteidigungsfall herbeizwingen zu können und dann im Zuge des Verteidigungsfalles, was Sie gesagt haben, Herr Wimmer, diese ganzen Sonderrechte über das NATO-Truppenstatut uns Deutschen auf unsere Kosten noch weiter aufdrücken zu können. Das ist jetzt der gesamte Bogen. Also ich möchte einfach sagen, ohne dass wir endlich 70 Jahre nach Kriegsende endlich mal anfangen, unser Land souverän zu machen, sind alle anderen weiterführenden Diskussionen über Rechtsstaatlichkeit oder Sicherheitspolitik sinnlos. Ich war vor zwei Wochen in Brüssel und hatte die Möglichkeit, einige Gespräche führen, ganz interessante Gespräche mit hoch angesiedelten Diplomaten. Und dann habe ich plötzlich eine ganz neue Konstellation miterfahren. Wie könnte jetzt ein Bündnisfall sozusagen ins Leben gerufen werden? Eine kleine Cyberattacke, das heißt eine Hackerattacke, die nicht bestätigt wird, nur ein Verdacht. Und NATO könnte schon damit einen Bündnisfall erklären. Das heißt, mit diesen Beschuldigungen, jetzt massenhaften Beschuldigungen gegen Russland, dass Russland angeblich über die eigenen Hacker in Amerika was bei Einfluss hat, Einfluss genommen hat, könnte dazu führen, dass es plötzlich ein Krieg zwischen NATO und Russland zustande kommt. Unbestätigte Fall. Also das ist schon so ein Fall, wo ich wirklich nie glauben kann, dass wir echt über eine Verteidigungsbündnis reden können. Das ist schon wirklich ein Fall, wo es wird einfach ein was gesucht, um einen Krieg anzufangen. Ich möchte schon etwas sagen, weil wir da jetzt in den Bereich von Verschwörungstheorien kommen. Und wenn immer Sie mit Verschwörungstheorien hausieren gehen, werden Sie, und das ist offenbar ein genereller Trend, nicht nur in der Sicherheitspolitik, sondern auch bei den Eliten, schlicht und einfach nicht mehr ernst genommen. Ich habe mir diese Frage auch gestellt, 9/11, ob das etwas ist, was konstruiert ist oder nicht. Ich habe mir die Antwort darauf nicht einfach gemacht, habe nicht nur alles gelesen, was dazu publiziert wurde, sondern habe auch viel mit meinen Kollegen darüber gesprochen, ohne sie jetzt mit Details dort zu belästigen. Den Amerikanern zu unterstellen, dass 9/11 konstruiert worden ist, ist schlichtweg irre. Entbehrt jeder Grundlage. Und würde uns, jeder, der diese Argumentation so führt, völlig unglaubwürdig erscheinen lassen. Wir wollen natürlich, wenn man die Argumente durchgeht, bestimmte Zweifel gibt. Aber wir wollen eine sicherheitspolitische Analyse, die wir ernsthaft führen wollen, nicht dadurch verwässern, indem wir in Verschwörungstheorien abgleiten. Das ist ein bisschen meine Bitte und mein Anliegen. Vor allem Verschwörungstheorien, die in der Zukunft stattfinden werden. Das ist also auch eine
ein Aspekt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie warten wahrscheinlich schon allgemein darauf und ich warte, dass Sie Ihre Hände erheben, um ebenfalls also das Wort zu ergreifen. Die Frage geht an Herrn Wimmer. Wenn wir über das herrschende Unrecht sprechen, da gibt es eine Person, die hat das Unrecht geschaffen. Dann gibt es einen Verfassungsrichter, der hat das Unrecht erkannt. Und dann gibt es einen bayerischen Ministerpräsidenten, der dieses tatsächlich benennt. Und dann frage ich Sie, ist 3 nicht genauso schlimm wie 1? Also 3, der es benennt und nichts tut, als derjenige, der es schafft? Sie werden ja jetzt in den nächsten Wochen und Monaten Gelegenheit genug haben, das hier in Bayern zu diskutieren. Und Sie kennen ja auch die Diskussionslage in der gesamten Bundesrepublik. Wir haben die Originaltöne von Horst Seehofer aus 2015. Und ich habe der guten Ordnung darauf aufmerksam gemacht, dass das seine Aussagen waren und dass sie 2015 gemacht worden sind. Jetzt haben wir 2018. Und die große Frage ist ja, gelingt der Schritt, die Republik wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen, was die rechtsstaatliche Ordnung anbetrifft. Ich will ja nicht noch weitere Leute von hier zitieren, die das aber öffentlich so formuliert haben. Das ist jetzt Gegenstand einer demokratischen Diskussion, wenn sie denn hoffentlich stattfindet, hier im schönen Bayern. Und der kann ich natürlich nicht vorgreifen, weil ich Rheinländer bin. Ich habe in der Vergangenheit eins gelernt: Wenn man sich in die Angelegenheiten eines anderen Bundeslandes einmischt, dann ist das nicht so gut. Aber die Probleme liegen doch wirklich auf der Hand. Ist das, was derzeit in Berlin abläuft, der Versuch, das ganze Thema über den Wahltermin in Bayern wegzuschieben? Oder ist es der Versuch, in der Sache wirklich weiterzukommen? Und wenn es der Versuch ist, in der Sache wirklich weiterzukommen, aus meiner Sicht, dann wird man auch diskutieren müssen, was die Bundeskanzlerin in diesem Zusammenhang gesagt hat. Aus den Hunderttausenden, die sich in unserem Land befinden und von denen wir nicht wissen, wer sie sind, aus den Hunderttausenden eine Situation zu schaffen, dass man sagt, wir führen sie aus der Illegalität in eine legale Situation. Das hätten wir alle gerne, wenn wir 20 Kilometer zu schnell auf der Autobahn gefahren sind. Nur um mal deutlich zu machen, mit was wir es da zu tun haben. Und dann landen wir natürlich letztlich bei der Frage, wie halten wir es denn mit einer Obergrenze? Was soll diese Obergrenze von 200.000? Der jetzige Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Professor Kirchhoff, hat gesagt, von den, es sind ja inzwischen wohl mehr als 2 Millionen, die sich in diesem Land aufhalten, haben bestenfalls 6.000 das Recht auf Asyl in diesem Land. Und alles andere, was wir dazwischen haben, das haben wir durch einsame Entscheidungen ins Land bekommen. Und die große Frage, die sich allen stellt, ist das, was jetzt der Bundesinnenminister auch Seehofer angestellt hat. Genau, ist das wirklich der Versuch, das Land vom Kopf wieder auf die Füße zu stellen? Dann, ja, das, und ich habe ja ausdrücklich gesagt, und jeder in diesem Saal und darüber hinaus wird beurteilen können, ob das nur der Versuch ist, es über den Wahltermin zu schieben. Und das ist Ihr souveränes Recht, das zu entscheiden. Danke sehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich weiß, das Migrationsthema bewegt alle. Ungeachtet dessen ist heute der Mittelpunkt unserer Diskussion Geopolitik, Außenpolitik und Sicherheitspolitik. Bitte halten wir uns möglichst daran. Hier habe ich die nächste Wortmeldung hier in der Mitte links. Bitte sehr. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Wir reden heutzutage von einem sich anbahnenden Handelsstreit oder der teilweise schon im Gange ist zwischen der EU und Donald Trump. Könnte da nicht beispielsweise die Zukunft der souveränen Nationen
in Europa einen Vorteil haben, weil wenn die EU wirtschaftliche Nachteile hat, dann ist ja richtig die Gefahr gegeben, dass sie zerbricht durch die Probleme wie Migration und so weiter. Die Akzeptanz in der Bevölkerung wird sinken, sobald sie auch wirtschaftlich zusammenbricht. Ist es dann nicht ein Vorteil, wenn die EU im Handelsstreit mit den USA scheitert und sich dann souveräne Nationen neu bilden können, die wo wieder eine neue Beziehung zu Russland zum Beispiel schaffen können? Ja, ich glaube, die EU hatte sowieso keine Chance, diesen Handelskrieg bei Amerika zu gewinnen. Deshalb sollten wir nicht wen sagen, sondern Europa verliert diesen Krieg. Und es wird auf jeden Fall vor einer Frage stehen, wie geht das weiter? Amerikaner haben noch ein Problem mit China, aber die können auch diesen Krieg gewinnen. Sie sind jetzt wirklich wirtschaftlich zu stark. Von russischer oder von Moskau hin zu sehen, ich würde sagen, dass alles, was Amerikaner machen, ist natürlich spielt für Moskau. Sie haben teilweise recht, weil eigentlich Russland könnte, möchte und wird, ich glaube, der beste Handelspartner für Europa. Einige Länder haben das schon verstanden. Ich habe vor kurzem die Zahlen von Deutsche Ostwirtschaftskomitee gesehen. Und die Zahlen für Export sind für im voriges Jahr um 30% größer geworden. Das heißt, egal, gibt es diese Sanktionen oder nicht, Business, unternehmerische Willen ist etwas stärker als diese Sanktionen. Die Frage ist nur, wie kann das weitergehen, wenn plötzlich hart auf hart kommt. Das heißt, für Russland wichtigste Projekte Nord Stream 2 wird gestoppt, das kann auch so passieren. Wie wird das weiterlaufen? Putin hat ganz klipp und klar gesagt, wir haben nichts dagegen, dass die Ukrainer einen Teil von diesen Gastransporten bekommen, wenn das wirtschaftlich für uns von Nutzen wird. Aber es bleiben viele Fragen, die bleiben immer noch offen. Zum Beispiel verliert Europa diesen Handelsstreit mit Amerika und will mit Russland weitermachen. Wie? Wenn noch vor 2 Tagen, ich glaube, hat EU ein neues Sanktionspaket abgeschlossen. Wir haben das noch vor 2 Tagen gesehen. Und es kommt weiter und weiter und weiter. Und das heißt, wenn es schon laufen sollte, dann kann das nur laufen, wenn wirklich Europa sich emanzipiert. Aber diese Emanzipation sehe ich zurzeit nicht. Durch Brexit sind Briten weg, aber trotzdem, sie haben Oberhand in Europa. Die diktieren eigene Willen für alle Europäer. Und in diesem Streit, ich habe schon gesagt, mit ausgewiesenen Diplomaten, hatten die Briten diese schlimme Rolle, schwarze Rolle gespielt. Und ganz Europa hat sich gebeugt von diesen Sachen. Von Moskau, ich bin in Moskau praktisch jede Woche. Ich kann sehen, dass die Sache um diese Sanktionen, die werden nur in deutschen Presse, in Mainstream-Presse so vorgestellt, als ob in Russland alle schon die Erde fressen. Glauben Sie mir, ist das nicht so. Moskau allein ist eine Weltmetropole. Die Preise sind höher geworden, das stimmt. Aber prinzipiell hat Russland damit nur gewonnen, weil sie haben durch diese Gegensanktionen eigene Produktion jetzt in Gang gebracht. Sie können jetzt was Neues aufbauen. Also ich glaube, das Antwort ist nur ganz klipp und klar. Wenn Deutschland im Alleingang mit Russland verhandelt und nicht zurück sich wendet und schaut, was machen die Briten, was machen die Amerikaner, kann man nur gewinnen. Also wenn auch dieser Streit verloren geht, Europa und in Deutschland kann gewinnen, wenn Russland die wichtigste Handelspartner wird. Danke sehr. Die nächste Wortmeldung, bitte sehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, hochgeschätzte Diskussionsrunde, mir fehlt ein Punkt heute, wenn er sich auch auf die Vergangenheit bezieht, und zwar ist Folgendes. Wir haben den 22. Juni. Vor 77 Jahren ist die größte Schweinerei im Namen des deutschen Volkes in die Wege geleitet worden. Das sogenannte Unternehmen Barbarossa. Auf russischer Seite hat es 27 Millionen Tote gegeben. Ich bin der Auffassung, dass man sowas einmal wieder erinnern soll,
oder bringen soll. Für mich persönlich war es sogar eine Gedenkminute wert für diese Opfer, weil diese russische Bevölkerung und auch die Soldaten, die waren für diese ganze Sache in keiner Weise verantwortlich. Es war eine verrückte Politik. Und jetzt komme ich zu der Gegenwart. Wir haben wieder ähnliche Verhältnisse zu einer verrückten Politik. Als Beispiel diese sogenannte Krim-Affäre. Ich sage es öffentlich, ich bin sehr froh, dass die Krim wieder russisch ist. Wer kann sich das vorstellen? Ja, wie können Sie sich vorstellen, wenn die NATO auf der anderen Seite, die war ja über die Ukraine auf die Krim kommen, das ist ja selbstverständlich, und die russische Schwarzmeerflotte hätte dort den Stützpunkt, das ist ja gerade lächerlich. Wer solche Argumente drum, für mich ist das nicht wert zu diskutieren. Können wir die Frage jetzt stellen? Ja, ich bin der Auffassung, wir müssen diesen Krim-Status, den wir da immer wieder haben. Haben Sie eine Frage? Oder ja, wie lösen wir das, dass man klar sagt, die Krim, die Entscheidung war richtig? Weil ich bin der Auffassung, die deutsche Zarin, die sie 1783 für Russland erobert hat, die hat damals das Richtige gemacht. Und der zweite Punkt. Ja, die Frage, wie geht die Frage? Meine Frage ist die, wieso lassen wir dies überhaupt zu, dass über die Krim wegen der Krim ein Embargo gemacht wird? Ja, da kann ja auch jeder andere was zu sagen, aber ich finde den ersten Punkt mehr als berechtigt. Wir sind ja als Land bemüßigt, Konsequenzen zu ziehen aus einer Zeit, als wir nicht die Verantwortung hatten, aber die unser Volk belasten. Und deswegen ist es aus meiner Sicht eine Frage der Würde und auch der Ehre, das genauso im Zusammenhang mit dem 22. Juni 1941 zu sehen, wie Sie es gesagt haben. Was um Himmels Willen treibt uns, einem Volk gegenüber jeden Respekt fehlen zu lassen, dass diese Opfer durch deutsches Handeln hat erleiden müssen. Es ist eine Frage der Würde und der Ehre, dass man das entsprechend berücksichtigt. Die Bundeskanzlerin, und mir tut es natürlich leid, dass ich da doch bei zentralen Entscheidungen immer wieder drauf zurückkommen muss, hat uns in eine extrem schwierige Situation im Zusammenhang mit Israel gebracht, als sie davon gesprochen hat, dass Israel deutsche Staatsräson sei. Das muss man sich im Zusammenhang mit dem Namen Netanyahu muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Aber es gibt etwas im Zusammenhang mit Israel, das uns bindet. Und da muss sich jeder drüber im Klaren sein. Aber wenn das so ist, ist es umso unverständlicher, dass 27 Millionen Opfer in der damaligen Sowjetunion unsere Bundeskanzlerin nicht veranlassen, gegenüber der russischen Regierung und dem russischen Volk andere Töne anzuschlagen, als das, was derzeit passiert. Danke. In der Debatte um das Unternehmen Barbarossa, ja, habe ich mir die Frage gestellt, als ich die deutschen Politiker auf dem Maidanplatz in Kiew gesehen habe und vor allem ihre Hetzen dort gehört habe, ich habe diese Frage auch im EU-Parlament damals gestellt, will sich das deutsche Volk doch einmal von den angelsächsischen Kriegshetzern gegen die Russen hetzen lassen? Noch einmal? Hat man diese Lehre nicht verstanden? Dabei rede ich nicht nur vom Zweiten Weltkrieg, ich rede auch vom Ersten Weltkrieg. Auf diesem Kontinent hat es eine lange Phase des Friedens gegeben nach dem Wiener Kongress, nachdem man einen Ausgleich gefunden hat zwischen russischen Interessen, deutschen Interessen, französischen Interessen und so weiter, auch britischen Interessen. Aber der Zentralpunkt ist, ob es die Deutschen noch einmal zulassen, dass man sie missbraucht, gegen die Russen gehetzt zu werden und umgekehrt die Russen es zulassen würden, gegen die Deutschen gehetzt zu werden. Diese Frage müssen diese zwei Völker klären. Und wenn diese Frage mit Nein beantwortet wird, auf beiden Seiten, dann herrscht auf diesem Kontinent Frieden, egal was die Angelsachsen wollen. Für mich ist die Schere im Kopf. Ich verstehe nicht so ganz,
Welche Chancen haben wir, aus den Verträgen der Alliierten rauszukommen? Sprich, die Verträge von Jalta und von Potsdam. Gibt es eine Möglichkeit? Oder haben wir dann hier den Dritten Weltkrieg? Wir müssen aus meiner Sicht die Kirche im Dorf lassen. Man kann sich rechtlich jetzt wirklich den Kopf zerreißen. Aber das ist unzweckmäßig. Wir haben diese Fragen im 2+4-Vertrag alle entschieden. Und damit ist auch die Regelung für die Zukunft für Deutschland damit verbunden. Die Frage ist nicht rechtlicher Natur, das kann man jetzt nachlesen. Da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Sondern die Frage nach der Souveränität ist die gelebte eigene Haltung. Die alte Bundesrepublik war teilsouverän, das wussten alle. Aber wenn ich sehe, wie damals die teilsouveräne Bundesrepublik Deutschland in Bonn agiert hat, dann war das weitaus selbstbewusster als das, was wir mit dem souveränen Deutschland nach 1990 und der jetzigen Regierung in Berlin zu tun haben. Das ist eine Frage der inneren Haltung. Und ich habe das ja selber am eigenen Leib erfahren im Zusammenhang mit meinen Gesprächen im Auftrag des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl mit dem jugoslawischen Präsidenten Milosevic. Mit Helmut Kohl, das sage ich jetzt nicht unter nostalgischen Gesichtspunkten, hätte es, weil ich das weiß, nie den Jugoslawienkrieg gegeben. Und Helmut Kohl musste beseitigt werden, auch über eine demokratische Wahl, um den Krieg gegen Jugoslawien führen zu können. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wenn man sich das heute ansieht. Wir machen doch alles mit. Und das sage ich auch mal an die Adresse von Gerhard Schröder als sozialdemokratischen Bundeskanzler. Der hat sich dem Irakkrieg verweigert und musste erleben, dass die jetzige Bundeskanzlerin ihm in Zeitungsartikeln in Washington in den Rücken gefallen ist. Meine Damen und Herren, nationale Würde, nationaler Stolz, nationale Interessen fangen damit an, dass man selber ein politisches Rückgrat hat, und das ist heute nicht mehr vorhanden. Und deswegen haben wir diese Diskussion. Ich habe eine Frage an den Herrn Wimmer oder auch an den Kollegen aus Russland oder wer auch immer sich bemüßigt fühlt, zu antworten. Die Frage nach der Rolle Donald Trumps. Bei Herrn Wimmer hat es so geklungen, als ob Sie ihn sehr eher positiv sehen, in Abgrenzung zu den Präsidenten vorher. Es wurde aber auch schon eingewandt, wenn man jetzt an das Iran-Abkommen denkt, die Anerkennung Ostjerusalems die Verlegung der Botschaft nach Ostjerusalem. Auch das Agieren in Syrien, gerade der völkerrechtswidrige Krieg mit Frankreich und England zusammen in Syrien, das Agieren an der Grenze zu Russland. Ich sehe da eigentlich eher noch ein größeres Kriegspotenzial als bei den Präsidenten vorher. Wie schätzen Sie oder andere das ein? Danke. Die heutige Situation ist beknackt. Ja, ist also mit unseren bisherigen Erfahrungen nicht zu erklären. Wir haben es offensichtlich mit mindestens zwei Regierungen in Amerika zu tun. Da ist der direkt gewählte Präsident, und ich habe das eben mehrfach gesagt, den man politisch und in jeder Hinsicht eingemauert hat. Und da muss man sich natürlich fragen, was hat er zu sagen und worüber entscheidet der? Der kämpft ja jeden Tag um sein politisches Überleben. Und wir müssen froh sein, wenn wir nicht eines Tages die Zeitung aufschlagen und sehen andere Meldungen über den in der Zeitung. Das ist die Tragik, die derzeit in Washington abläuft. Und bei dem, was Sie beschrieben haben, haben Sie mich völlig auf Ihrer Seite. Wir sehen, dass die Nebenregierung natürlich operiert. Und wir haben es ja im Zusammenhang mit dem Ex-Präsidenten Obama gesehen, der dann in Berlin zusammen mit der Dame das Widerstandsnest ausgerufen hat. Das heißt, sich dem amerikanischen Präsidenten Trump in den Weg zu stellen. Das werden wir bei
den Dingen im Zusammenhang mit deutschen Autos oder was auch immer teuer zu bezahlen haben, was da passiert ist. Das sind wir dann wieder, die es bezahlen müssen. Und im Zusammenhang mit den amerikanischen Strukturen müssen wir doch sehen, dass die amerikanischen Militärbefehlshaber, die es auf dem ganzen Globus gibt, auch Gefahr laufen, das zu machen, was wir seit MacArthur oder dem General Patton, der war ja hier in Bayern tätig, was wir kennen. Die machen Politik auf eigene Faust. Ob die amerikanische Regierung in der Person von Präsident Trump das absegnet, das spielt keine Rolle. Die machen es. Und dann gehen wir hier in Deutschland hin und sagen, für diese amerikanische Unsicherheit öffnen wir auch noch unsere Grenzen für amerikanische Militärbefehlshaber, die Truppen so hin und her zu schieben, dass man uns in einen kriegerischen Aufmarsch gegen Russland treibt und wir wissen es gar nicht. Das, was die Frau von der Leyen, noch so eine Dame aus Berlin, was die uns offeriert, ist der militärische Schengen-Raum. Meine Damen und Herren, wir haben doch über die ganzen Jahrzehnte in der NATO eine Erfahrung gemacht. Wir wollten die politische Entscheidung darüber treffen können, was die Militärs machen. Wenn wir denen freie Fahrt auf deutschen und polnischen Autobahnen geben, sind wir im Krieg mit Russland und wir wissen es gar nicht. Und deswegen gehören diese Dinge in nationale Zuständigkeit und nicht in die Hände amerikanischer Militärbefehlshaber. Danke. Das, was Herr Stelzel heute schon zweimal gesagt hat, wenn er vom Deep State spricht, das ist auch in Ihrem Buch Deutschland im Umbruch sehr gut beschrieben, Herr Wimmer, wenn Sie eben sagen, das ist das Konglomerat an Finanzindustrie, militärisch-industrieller Komplex, Medienmaschinerie außerhalb jeglicher demokratischer Kontrolle. Und das ist dieser tiefe Staat in den USA, der eben einen internen Krieg führt gegen den gewählten Präsidenten Trump, ihn dadurch einmauert, eben auch mit dieser Gefahr. Das ist übrigens auch, was die Europäische Union betrifft. Da hat sich ein Beamtenapparat schlichtweg selbstständig gemacht und entscheidet selbstherrlich, außerhalb jeglicher demokratischer Legitimation, wie ich es von Ewald Stadler mal lernen durfte, die auch niemandem gegenüber verantwortlich sind, weil sie machen, was sie wollen. Also es gibt kein Primat der Politik mehr gegenüber Organisationen, die sich selbstständig machen, und das ist dieser tiefe Staat. Jetzt hat Herr Wimmer das Gleiche auch angesprochen für die USA. Und wir haben jetzt diesen Dualismus. Wir haben diesen tiefen Staat USA natürlich auch noch angeführt, parteiübergreifend, von der sogenannten Demokratin Hillary Clinton und vom sogenannten Republikaner John McCain. Also das geht auch noch quer über die dortigen Parteien. Und interessant wird sein, wie das ausgeht. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wenn sich der tiefe Staat durchsetzt gegen Trump und das, was um Trump herum entsteht, dann sehe ich es mit der gleichen Sorge wie Herr Wimmer, dann können wir alle nach Südamerika auswandern, bevor hier die Bombe fällt. Das ist das eine. Das andere ist jetzt, ich sehe durchaus das Potenzial, dass dieser Nukleus, dieser Kern Trump, dass der sich sehr wohl freischwimmen kann innerhalb seines eigenen Landes, dass er sich freischwimmen kann, weil er Verbündete gewinnt aus anderen Ländern, dass sich jetzt ein Netzwerk bildet, ein internationales, das auch Trump hilft, sich in seinem Land frei zu schwimmen aus diesem Würgegriff des tiefen Staates. Und wenn wir das hinkriegen, dann entstehen daraus auch unheimliche Potenziale für uns Deutsche, für die Entwicklung, für unser Land, für Europa, für die Partnerschaft mit Russland. Und das kann sehr, sehr schnell jetzt passieren auch. Deswegen bin ich auch dabei oder habe auch unterstützt jetzt die Reise unserer Außenpolitiker nach Washington vorletzte Woche, weil wir genau das jetzt machen, die aktive Kontaktknüpfung der Außenpolitik, der Alternative für Deutschland mit dem Trump-Lager, um auch hier zu signalisieren, wir machen kein Amerika-Bashing, wir sind eben nicht das, als was wir beschimpft und verleumdet werden, eine US-hassende Partei. Das sind wir doch überhaupt nicht. Sondern wir wissen ganz genau, dass das erste Opfer
des Deep States der USA, das ist das arme amerikanische Volk, das von diesem Deep State unterdrückt wird und in Kriege geschickt wird, wo es seine Söhne und Töchter verliert. Das wissen wir ganz genau. Und deswegen möchte ich ganz klar sagen, jetzt am Schluss etwas längeren Ausführungen, ich habe große Hoffnungen, dass es Trump gelingen wird, sich frei zu schwimmen. Wir sind daran interessiert, dass er sich frei schwimmt. Und wir wollen auch das insgesamt international vernetzen und wir sind in keinster Weise Feinde Amerikas. Wir sind Freunde des amerikanischen Volkes und hoffen, dass es sich freischwimmen kann von diesem Deep State. Herr Wimmer, Sie haben das Existenzrecht Israels erwähnt, das unsere Politiker mal wieder propagieren. Ich habe den Begriff überhaupt nicht in den Mund genommen. Habe ich das falsch verstanden? Bestimmt. Dann würde ich es vielleicht doch an das Gremium richten. Die Frage interessiert mich nämlich sehr, also, beziehungsweise die Antwort. Inwiefern haben wir Deutsche eine Verpflichtung dem Existenzrecht Israels gegenüber? Heißt das, wenn die Israeli mit den Persern einen Krieg anfangen, müssen wir da unsere Daten hinschicken oder was bedeutet das? Es ist außerhalb jeden Zweifels, jedenfalls für mich und ich glaube für die überwiegende Mehrheit im deutschen Volk, dass wir im Zusammenhang mit dem jüdischen Volk und auch mit dem Staat Israel eine sehr besondere Verantwortung haben. Das sage ich mit allem Nachdruck. Ich habe eben darauf aufmerksam gemacht, dass die aus meiner Sicht folgenreiche Aussage der Dame aus Berlin vor der israelischen Knesset von der Staatsräson für Deutschland uns in die Irre führt. Und das hat kein Geringerer gesagt als der damalige Bundespräsident Joachim Gauck, der in Israel gesagt hat, dass diese Aussage höchst problematisch sei, weil man sich immer wieder fragen muss, wie kann sowas eingelöst werden, ohne Grundlage für neue Verwerfungen in den Beziehungen zu einem anderen Land, wo die Beziehungen eigentlich blendend sein müssten, bewirken zu können und bewirken zu müssen. Das heißt, die Bundeskanzlerin ist wegen dieser Aussage vom Bundespräsidenten in den Senkel gestellt worden. Und da gehört sie auch hin. Herr Stadler. Also ich will dich nichts zur Berechtigung und zum Schutz des Staates Israel sagen. Das ist ein abendfüllendes, wenn nicht sogar wochenfüllendes Thema für sich. Sondern ich möchte Ihnen Folgendes sagen. Die USA sind ein Riese auf tönernen Füßen. Egal, wie das mit Donald Trump weitergeht. Ich habe auch Befürchtung, dass wir irgendwann einmal eine Zeitung aufschlagen und sagen, okay, jetzt schon wieder was, schon wieder passiert. Aber egal, was da passiert, eines wird sich der amerikanische Bürger nicht mehr gefallen lassen. Er sieht jeden Tag, wie die Spitäler in einem erbärmlichen Zustand sind. Wie er sich seine eigene Zahnbehandlung nicht mehr leisten kann. Wie die Schulen in Wirklichkeit herunterwirtschaften, wie die Straßen beieinander sind, wie die Telekom-Verbindungen beieinander sind. Das ist man kann sich das nicht vorstellen, wenn man sozusagen aus der Metropolen herausgeht, wie das in Amerika ausschaut. Und diese Leute sind nicht so blöd, wie man sie bei uns gerne darstellt. Und es sind auch nicht die Trump-Wähler, alle die dummen Toren, die sozusagen nicht erkannt haben, welche Größe und welche Sonnengestalt die Frau Hillary Clinton ist. Sondern sie wissen, dass sie die Draufzahler sind. Und sie wissen, dass sie auf Dinge verzichten müssen, weil Amerika zum Schutz von Konzerninteressen, von Finanzinteressen auf der ganzen Welt Militär einsetzt. Das wissen die Leute. Und das lassen sie sich zunehmend weniger gefallen. Das heißt, ihr natürlicher Verbündeter ist der amerikanische Mittelstand. Das sind jene, die draufgezahlt haben bei der letzten Finanzkrise, die ihre Häuser verloren haben, die auf dem Parkplatz eines Supermarktes heute übernachten müssen in einem Wohnwagen. Das sind ihre Verbündeten. Und das sind die Wähler von Donald Trump gewesen. Und die wird nimmer mehr zurückpfeifen. Auch dann nicht, wenn man Donald Trump beseitigt.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, meine Herren auf der Bühne, vorhin ist das Wort oder die Jahreszahl 1919 gefallen, ja, wo sich der Vertrag von Versailles als 100-mal jährt und genauso wie unsere österreichischen Freunde auch der Vertrag von Saint-Germain. Und jetzt haben wir, ist mir eingefallen, da haben wir ja doch einige Bestrebungen jetzt in Europa. Wenn man nach Südtirol beispielsweise blicken, die Südtiroler bekommen jetzt wahrscheinlich dann die doppelte Staatsbürgerschaft, also die österreichische hinzu. Wir haben Separationsbewegungen in Schottland gehabt in den letzten Jahren, wo die Schotten zumindest mal zum Referendum gekommen sind. Wir haben die katalanische Frage, wo die Katalanen sich separieren wollen. Ich denke, dass dahinter sehr, sehr unterschiedliche Strömungen stecken grundsätzlich. Jetzt wollte ich mal fragen, wie Sie diese Situation aus geopolitischer Sicht in Europa bewerten und was Sie in den nächsten Jahren da an Ereignissen, Umwälzungen und Situationen An wen stellen erwarten. Sie die Frage, wenn ich fragen darf? Muss ich mal konkret jemand raussuchen? Dann würde es mich freuen, wenn einer von den österreichischen Kollegen vielleicht... Dann Herrn Stelzen, der hat sich früher mal zu Wort gemeldet gehabt. Bitte sehr. Ich wollte schon auch noch kurz zu Trump sagen und vielleicht auch ein wenig Israel tangieren. Und wir haben gestern auch ein bisschen darüber gesprochen. Es ist schon auch sehr erstaunlich, wenn man bedenkt, nicht nur was die Person Trumps betrifft und sein Verhältnis zu Netanyahu, sondern man kann ja schon gewisse Sympathien für Israel entwickeln, wenn man eben Netanyahu sieht und sein Unverhältnis zu Merkel. Und wenn man denkt, dass es Netanyahu ist, der seinen Kabinettsleiter entsandt hat zu Orban, um ihm Material gegen Soros zu übergeben, dann sollte man vielleicht Israel und vor allem Netanyahu ein bisschen im besseren Lichte sehen. Und wenn man sieht, wie gut Netanyahu mit Putin sprechen kann und darf und es sich nicht verbieten lässt und wie viel Gutes da diesbezüglich entstehen kann, auch als Brückenkopf, Netanyahu als Brückenkopf zwischen Putin und Trump, glaube ich, ist da noch einiges Positives potenziell im Busche. Was Europa betrifft und was die sogenannten Unabhängigkeitsbewegungen betrifft, glaube ich, ist es schon interessant zu sehen, dass es zwei sehr geliebte linke und linksextreme Projekte gibt. Das eine sind die viel geliebten Kurden, die schon bei unseren ganzen linken Parteien, bei der PKK, große Anhängerschaft hatten. Und die Korsen bzw. die Katalanen sind ja auch eigentlich eine, vor allem auch wenn Sie sich die Koalition in Barcelona ansehen, ist ein äußerst oder überwiegend äußerst linkes Projekt. Also ich persönlich bin kein Anhänger von Katalanien oder Katalonien, sondern ein Anhänger des einen großen Spaniens. Und ich wünsche mir sehr wohl ein starkes Spanien. Und es ist kein Wunder, dass die neue sozialistische Regierung in Spanien einen besonders weichen Kurs gegen das abtrünnige Katalonien fährt. Ob den Südtirolern so wahnsinnig viel geholfen ist mit der österreichischen Staatsbürgerschaft, weiß ich nicht, ja, weil zum Beispiel die Freiheitlichen in Südtirol waren diesbezüglich gar nicht so der Meinung der Freiheitlichen Partei Österreichs, dass sie dringend den österreichischen Pass brauchen, weil sie haben eigentlich die letzten 70 Jahre circa sehr gut davon gelebt, Opfer zu sein und daher von Rom und von Wien möglichst viel zu bekommen. Dazu braucht man nicht unbedingt den Pass, sondern es gab genügend Privilegien. Also ich glaube nicht, dass es bis auf eine ganz kleine Minderheit da eine große Sympathie dafür gibt. Und ob das gescheit ist, wenn wir aus Österreich so etwas versuchen, was die Rumänen versuchen oder was die Rumänen Richtung Moldawien oder die Ungarn Richtung Rumänien, dass man mit Pässe verteilen Politik betreibt, das halte ich auch nicht für sehr sinnvoll. Danke sehr. Eine Wortmeldung sehe ich hier. Bitte sehr. Ja, grüß Gott, mein Name ist Roland Sedius. Ich bin Prokurist in einer kleinen IT-Sicherheitsfirma und frage mich, wo in der ganzen Diskussion jetzt gerade die Herausforderung der Zukunft bezüglich China und Konsorten bleibt. Nur zum Verständnis, die Amerikaner schreiben das neue Mobilfunknetz, der Nachfolger vom LTE, das 5G, nicht mehr aus, das wird in staatlicher Hand betrieben. Das
aufgrund der Angst, die dort eben, wie Sie es schon angesprochen haben, Herr Polly, die aus dieser technischen Infrastruktur heraus entsteht. Würde mich natürlich an die Runde interessieren, welche Konzepte, welche Erwartungen hier dieses chinesische Bild zeigt. Die Frage China und IT ist ein bisschen schwierig zu beantworten, vor allem aus meiner Perspektive heraus, was also die Verteidigung von Hackerangriffen anbelangt. Und da möchte ich das vielleicht so aufhängen. Wir kommen allmählich drauf, und das ist nicht nur die USA, dass kritische Infrastruktur in nationaler Hand bleiben sollte. Das ist in Deutschland gar nicht mehr möglich, das ist in Europa gar nicht mehr möglich, weil wir uns so stark verlassen haben auf die transatlantische Komponente dazu. Ja, es gibt jetzt Tendenzen, das Heft wieder stärker in die Hand zu nehmen in Europa. Das Problem besteht nur darin, dass das Technologie-Gap zwischen den USA und zwischen Europa so groß geworden ist, dass es mehr als 10 Jahre dauern würde, um hier aufzuschließen. Das mag für die Wirtschaft katastrophal sein, für die Sicherheit ist es ein Desaster. Das bedeutet, dass die Nachrichtendienste und auch die Sicherheitsbehörden mit ihren technischen Equipment und ihren Möglichkeiten so weit hinter den amerikanischen angewandten Möglichkeiten, zum Beispiel der NSA oder der britischen Dienste sind, dass eine Aufklärung oder vielleicht eine Zusammenarbeit in dieser Art und Weise immer eine schiefe Ebene ist, beziehungsweise nicht mehr möglich ist. Das hat man in Europa verabsäumt als solches. Was China anbelangt, ich kann mich erinnern, bevor Russland zum Feindbild der IT-Security, der westlichen IT-Security gestempelt worden ist, gab es keinen Tag in den europäischen und amerikanischen Medien, wo nicht darauf hingewiesen wurde, wie intensiv und mit welcher Qualität chinesische Hacker auf amerikanische Infrastruktur zurückgreifen. Diese Diskussion ist schlagartig eingestellt worden, als 2013 die Snowden-Affäre aufgekommen ist. Und bis zum heutigen Tage hat also Russland die Funktion von China als Angreifer auf europäische IT-Security nahtlos übernommen. So, sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte zur Russland-Europa-Frage zurückkommen. Ich selber bin als Landtagskandidat aus der Wirtschaft kommend sehr interessiert, dass dieses Thema auch betrachtet wird aus dieser Weise, weil ich weiß, dass die bayerische Wirtschaft Interesse an der Aufhebung der Russland-Sanktionen hat. Wenn man Deutschland ansieht, dann werden wir in Deutschland dieses Thema nicht auf das Tapet bringen, dass die EU-Sanktionen aufgehoben werden. Also müsste man in das nähere Umland schauen. Der ehemalige BDI-Präsident Heinrich Weiß hat mir am 24.01.2015 gesagt, dass Putin im Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, wo sie sich jährlich zweimal getroffen haben, eine europäische Freihandelszone vorgeschlagen hat, schon vor 8 Jahren, und er wurde mehr oder weniger ignoriert. Wenn wir das rekapitulieren und wenn wir jetzt die europäischen Staaten nehmen, die was groß angekündigt haben, zum Beispiel Zypern in Griechenland, dann habe ich das Gefühl, und das hätte ich gern beantwortet von den zwei Herren auf der linken Seite, dass die Europäische Kommission so viel Druckmittel auffahren kann, dass jedes Land, das bisher mal angekündigt hat, wir können uns vorstellen, aus den Russland-Sanktionen auszusteigen, immer wieder einknickt. Bin gespannt, wie es die Italiener handhaben, aber wie es mit den osteuropäischen Staaten, Orbán etc., ist ja russlandfreundlich. Eine Stimme würde genügen, um die Russland-Sanktionen aufzuheben, um hier einen Durchbruch zu schaffen, dass Russland und Deutschland wieder miteinander Geschäfte machen, damit mit Geschäfte kommen leidsam, das ist wichtig. Also wir müssen bei dieser Frage die berühmte Kirsche im Dorf lassen. Die Wirklichkeit ist doch die, jeder, der sich ausklinken will, muss sich doch fragen, ob er in seinem Amt noch über 24 Stunden bleiben will. Das ist doch die Wirklichkeit. Wir müssen das auch sehen, wie es ist. Wir müssen wieder Verhältnisse in Europa herstellen, auch transatlantisch, wo wir uns bewegen können. Der ehemalige amerikanische Vizepräsident Joe Biden, der hat ja in Zusammenhang mit den Sanktionen gesagt, wir haben den Europäern den Arm auf den Rücken gedreht. Ja, wenn in dieser Mentalität und in dieser Art und Weise Politik bei uns betrieben wird, dann muss man sich doch nicht fragen, dass wir gegen die Mauer fahren. Und das fragt sich jede Regierung, von der man unter Umständen erwartet,
dass sie aus einer klaren Erkenntnis heraus das richtige Politische tut. Sie können sich doch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ansehen und sich fragen, ob irgendein Ministerpräsident oder Bundeskanzler, wer auch immer, so lebensmüde ist, das ohne Absprache mit allen anderen zu betreiben. Ich habe eine konkrete Frage zur Bedeutung der religiösen Konflikte, speziell was Russland angeht, die ja in ihrer Südregion ja durchaus den Islam nennenswert haben. Und in dem Zusammenhang die Frage, wie müssen wir uns die Rolle der Türkei hier vorstellen? Herr Professor Sosnowski. Ja, die Beziehungen zur Türkei. Türkei ist in Russland sehr ambivalent. Sie wissen, dass diese ganze Geschichte, diese Kriege in Vergangenheit und diese ganz frische Geschichten haben nicht Gutes reingebracht. Trotzdem hat Putin mit Erdogan eine gewisse Parität gefunden und mit diesem Parität kann jetzt Russland ein bisschen sich ja, sozusagen verteidigen. Wir wissen jetzt, dass eigentlich das sind die Türken, die haben diese berühmte S-400 gekauft bei Russen. Und das bedeutet schon etwas. Wenn ein NATO-Land bei einem Gegner was kauft, dann bedeutet das etwas. Aber da gibt es auch eine Frage, die Sie richtig gestellt haben und ist wichtig für Russland. Wie umgeht das auf religiösem Niveau? In Russland leben zurzeit etwa 20 bis 25 Millionen Muslimen. Diese Zahl ist unbestätigt. Ich glaube, in Wirklichkeit ist es viel mehr. Aber Russland hat zurzeit so eine Parität gefunden zwischen drei Religionen, ich meine Christentum, Judentum und Islam, dass es wirklich alles relativ ruhig geht. Obwohl zum Beispiel die Judentum ist ganz klein in Russland, trotzdem gehört auch dazu, zusammen mit Putin auf einem Tisch zu setzen, wenn es um einige Gespräche geht. Das, was Islam betrifft, da sind praktisch alle Muslimen in Russland, also ich kann nicht für alle Muslimen sprechen, aber da sind die Menschen, die sind pro-russisch. Da kann man nicht die Frage stellen, wie in Deutschland, gehört Islam zu Russland oder nicht? Natürlich gehört Islam auch zu Russland, es war auch schon seit 100 Jahren so. Baschkiren, Tataren, jetzt Krim-Tataren auch, einige mögen mehr, einige weniger, aber es läuft. Letzte, was Russland Schlimmes gehabt hatte, das war diese zwei tschetschenische Kriege, Sie wissen das, und das haben nicht die russischen Muslimen angefangen. Das kam von Sauditen, die haben mit wahhabitischer Bewegung praktisch die ganze Menge von Menschen ausgebildet und zurück nach Russland geschickt, um eine pan-islamische Stadt zwischen zwei Meeren zu gründen, von Schwarzen bis Kaspischen Meer. Dank auch Putin, er hat wirklich mit harter Hand das alles bekämpft, läuft jetzt prima. Jetzt haben wir einige Länder im Kaukasusbereich, die als stark muslimisch ausgeprägt sind, Tschetschenien, Dagestan zum Beispiel. Aber die sind, man sagt heute, Tschetschenien ist heute das sicherste Land in Russland. Das ist wahrscheinlich nicht so sicher wie in Moskau zum Beispiel. Aber Ramzan Kadyrov, heutiger Präsident von Tschetschenien, hat alles so umgestaltet, dass auch die Muslime, die stehen für Russland, und da steht keine Frage, sind die Christen besser, sind die Muslime besser, sind die Juden besser. Ich glaube, das ist ein Grund, warum in Russland prinzipiell auf ganz Prinzipien alles gebaut wird. Leute gehen zu Kirchen mehr und mehr und mehr, auch in Islam. Da sind die Menschen, die immer dazu, es gibt einen Zufluss von Menschen, die in Religion zurückkommen. Umgekehrt ist das in Deutschland. Die Menschen gehen aus den Kirchen raus und dann bekommen wir ganz andere Werte. Die nennt man europäische Werte und die sind keine christliche oder keine muslimische Werte. Und dann haben wir diese leere Räume, die werden von radikalen Kräften besetzt. So ist das Unterschied zu Russland. Eine Anschlussfrage an den Herrn aus Moskau schließt sich direkt an das gerade eben Gesagte an.
Die Dekarbonisierung Europas, die in den Hinterzimmern beschlossen wurde, ohne irgendein Parlament zu fragen, kann man ja auch so interpretieren, dass es eine Speerspitze gegen die Haupteinkommensquelle Russlands ist, das Erdöl und das Erdgas natürlich. Wird das in Russland genauso gesehen? Wird es also versucht, als eine Schwächung Europas oder der Hinterzimmer, die dann Europa regieren, in Richtung Russland verstanden? Ja oder nein? Der zweite Teil der Frage, den Herrn Stadler vielleicht, als ehemaligen Mitglied des Europäischen Parlaments. Wir wissen ja, dass seit 9-11 die türkischen oder der israelische Geheimdienst uns gesagt hatte, dass die Türkei verloren ist. Und damit ist natürlich auch der Wächter der NATO über die russische Schwarzmeerflotte verloren. Parallel hat Sarkozy in Nordafrika die Mittelmeerunion aufgebaut und rückt nun Gibraltar sozusagen als neuen Bosporus in den Fokus. Es gibt Tendenzen dazu, die Mittelmeerunion, also Nordafrika, an die EU heranzuführen, um sozusagen das Mittelmeer zu einem neuen Mare Nostrum zu machen, ein europäisches Mare Nostrum. Vielleicht können Sie uns dazu vielleicht ein paar aktuelle Worte oder Tendenzen sagen. Danke. Ganz kurz, ich kann auf die erste Frage, erster Satz reagieren. Sie haben gesagt, ein Mann in Moskau. Ich kann sagen, ich bin ein Berliner, nicht aus Moskau. Aber die Frage ist absolut berechtigt. Ich glaube, es gibt nur eine kleine Antwort dazu. Putin hat vor vielen, vielen Jahren gesagt, wir brauchen ein gemeinsames Wirtschaftsraum von Vladivostok bis zum Lissabon oder vom Lissabon bis Vladivostok. Russland braucht Europa, Russland will Europa. Die Frage ist, ob Europa Russland wirklich will. Man hat schon vor vielen Jahren gesagt, wenn Europa uns nicht will, dann drehen wir uns Richtung Osten und dann gehen wir nach China, dann machen wir wahrscheinlich ganz an, das macht auch Russland heute geschickt. Ich glaube, das liegt nicht an Russland, dass nur Gas und Öl nach Europa geliefert wird. Es liegt vielmehr ein Europäer, dass sie mit Russland wirklich kooperieren. Wenn statt dieser Kooperation Sanktionen reinkommen, wenn die Menschen ständig beschuldigt werden, dann kommt natürlich kein Wirtschaftsvertrauen rein. Das beginnt von Diplomatie bis zum Wirtschaft her. Und ich glaube, in Russland gibt es keine Frage oder keinen Zweifel daran, dass ein Wirtschaftsraum von Lissabon bis Vladivostok ist angebracht. Man versucht, das irgendwie zu lösen, aber ich glaube, da reden wir nur über diesen Raum in kleinen Kreisen und in Politik wird darüber gar nicht gesprochen. In deutschen Politik meine ich. Danke. Herr Stadler. Zur Türkei. Es gab im EU-Parlament, und es gibt sie nach wie vor, von den Amerikanern gewollt, massive Bestrebungen, die Türkei in die Europäische Union zu bringen. Ich sage gleich dazu, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Die eine sagt, die Türkei gehört nicht zu Europa. Und da gibt es aber das Zweite, und das ist vielleicht ein bisschen zynischer. Je schneller die Türkei in der Europäischen Union ist, umso schneller ist sie kaputt. Ja? Also das ist... Daher weiß ich nicht so ganz, was sozusagen strategisch gescheiter ist. Tatsache ist aber, dass die Türkei unter Erdogan eine Tendenz hat, sich von der NATO abzusetzen und von Europa sowieso. Weil er glaubt, er kann Europa dominieren. Er ist also so aufgetreten, unter Erdogan wird es keine weiteren Fortschritte in den Beitrittsverhandlungen geben. Das heißt also, die Frage hängt im Wesentlichen auch davon ab, wie die politische Entscheidung jetzt bei den Wahlen ausschaut, ob Erdogan nochmal gewählt wird oder nicht. Letztlich deutet aber vieles darauf hin, dass der Putschversuch, der natürlich kein autonom türkische Angelegenheit war, dass dieser Putschversuch der Versuch war, die Türkei wieder mit Kreisen an die Macht zu bringen, die jedenfalls NATO-verlässlich sind, die jedenfalls amerikanische Rüstungsgüter kaufen und nicht russische und die sozusagen eine Absetzpolitik von Europa nicht durchführen, sondern das machen, was Europa gerne hätte und Israel gerne hätte, nämlich einen Kurdenstaat und die Türkei irgendwo in der Nähe Europas oder in der Europäischen Union. Das wird sich so aber nicht spielen. Das glaube ich nicht, dass das der Fall sein wird, sondern die türkische Frage ist völlig offen. Es kann
wenn Erdogan ein riesiges Wahlergebnis erreicht, ja, kann das also in alle Richtungen gehen. Das ist, der Mann ist völlig unberechenbar. Ob er es dann überlebt, ist wieder eine andere Frage, ob es sozusagen die nächsten Aktionen gegen ihn gibt. Aber es hängt sehr vieles davon ab, wie die politische Zukunft des Erdogan ausschaut. Die Mittelmeerunion, aber nochmals, die Bestrebungen im Europäischen Parlament und in den europäischen Oligarchien, die Türkei hereinzuholen, die sind nach wie vor vorhanden. Ja? Es gibt auch Bestrebungen, Israel in die Europäische Union zu bringen. Also das ist auch nicht, es gibt also da alle möglichen Vorstellungen. Es gibt auch eine sogenannte Mittelmeeragenda und Nordafrika-Agenda in der Europäischen Union. Das ist nicht ganz schlüssig, was das eigentlich wirklich dann am Schluss werden soll. Aber das alles hat sich jetzt auch auf den Kopf gestellt mit dem sogenannten Regime Changes. Die Erwartungshaltung, die die Franzosen hatten und die Briten hatten, war, dass sie dort genehme Regierungen installieren können, die dann sozusagen auf eine breite parlamentarische Unterstützung rechnen können und dann können sie mit diesen Ländern machen, was sie wollen, insbesondere auf wirtschaftlicher Ebene. Diese Rechnung ist nicht aufgegangen. Nicht nur, dass Libyen im totalen Chaos versinkt, es kommt auch Tunesien nicht zu stabilen Verhältnissen. In Ägypten ist es durch den Militärputsch Gott sei Dank im letzten Moment gelungen, die Muslimbrüder wieder von der Macht zu verdrängen, weil sonst wäre Ägypten ins völlige Chaos abgesackt. Dann hätten wir ein Megaproblem. Das ist also das, was uns aus Libyen erwartet oder aus Syrien erwartet, wäre dann sozusagen, wie man in Österreich so schön sagt, der Lächelschass gewesen. Ja? Und dann haben wir noch das Problem, dass jederzeit ein Umsturz in Algerien und in Marokko stattfinden kann. Das heißt, vor unserer Haustür bahnen sich Probleme an, die können wir nicht, die kriegen wir nicht in den Griff. Je mehr wir uns versuchen, dort einzumengen und je mehr wir Demokratie versuchen, dort zu etablieren, umso chaotischer wird es. Ja, ich meine, könnte Ihnen das auch am Irak zeigen. Die irakische Demokratie hat heute dazu geführt, dass der Irak in Wirklichkeit eine iranische Provinz geworden ist. Das haben sie aber uns beim Desert Storm nicht gesagt, dass das Ziel ist, den Irak unter iranische Kontrolle zu bringen. Das sind Wahlergebnisse, weil einfach die Situation dort ist. Wenn sie in Algerien eine Wahl durchführen lassen, dann haben die Muslimbrüder bzw. die Fundamentalisten dort eine relative Mehrheit. Die bestimmen das Parlament dort. Also das alles ist mit unseren Methoden und mit unseren demokratisch-parlamentarischen Vorstellungen dort nicht machbar. Derzeit haben wir keine Aussicht, dass dort stabile Verhältnisse eintreten. Europa hat völlig versagt dort, die Europäische Union, Mogherini und das ganze Außen, dieser sogenannte Außenapparat, hat sich blamiert bis auf die Socken. Wir werden dort überhaupt nicht ernst genommen, sondern wir können nur eines machen, wir können schauen, dass wir dort eine klare Grenze ziehen und verhindern, dass dort Leute unkontrolliert auf unseren Kontinent gelangen. Das ist alles, was wir tun können. Jawohl. Ich denke, wir haben heute etwas erreicht. Wir haben etwas angestoßen im klitzekleinen Kolbermoor. Und ich möchte alle bitten, die hier waren, berichte davon. Es wird ja alles aufgenommen, wird über Internet verbreitet. Helft bitte zu verbreiten den Geist von Kolbermoor im Sinne, es gibt sehr wohl eine Alternative zur momentan nicht mehr betriebenen Sicherheits- und Außenpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Applaus